Das nächste Panel-Podium beschäftigt sich 50 Jahre Migrationsgeschichte, Teilhabe und Erfolgswege. Wir wollen die Erfolgswege zeigen, wir wollen sie einfach auch personifizieren. Wir wollen einfach ein paar Leute, wir haben ein paar Leute eingeladen, die aus ihrer Biografie erzählen können, welchen Weg sie gegangen sind, welche Barrieren sie überschritten haben und wie sie ihre persönlichen Erfolgswege beschritten sind und auch wie sie es geschafft haben. Dieses Panel wird von Shelly Kupferberg moderiert. Ich stelle Shelly Kupferberg ganz kurz vor. Shelly Kupferberg ist Journalistin, Moderatorin beim RBB und Deutschlandradio. Shelly Kupferberg ist in Tel Aviv geboren und in West-Berlin aufgewachsen. Sie hat an der FU Berlin Publizistik, Theater- und Musikwissenschaft studiert und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Kultur- und Gesellschaftsthemen. Sie kuratiert auch die jüdischen Kulturtage in Berlin und ist auch ehrenamtlich engagiert bei Journalists Network. Das ist ein Austauschprogramm zwischen deutschen und israelischen Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen, Shelly Kupferberg. Ja, herzlichen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein heute. Ja, es wurde gerade schon gesagt, wir werden jetzt in die Praxis nochmal gehen und vier unterschiedliche Biografien von Menschen kennenlernen, die es geschafft haben, wie man so schön sagt. Was haben sie geschafft? Teilzuhaben auf die eine oder andere Art und Weise. Und diese Biografien werden wir jetzt auch teilweise bebildert hier kennenlernen. Ich weiß nicht genau, es gab noch ein paar kleine Programmänderungen in letzter Sekunde. Wer jetzt tatsächlich Dias oder Fotos oder Ähnliches mitgebracht hat, darüber müssen wir jetzt, da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Aber ich freue mich sehr, dass Nihat Sorgic bei uns ist, Phyllis Pollard, Professor Osman Isfen und Sinan Akkush. Und vom Prozedere her machen wir es jetzt am besten so. Wir werden nacheinander erstmal die Teilnehmer bitten, ein bisschen was über ihre Biografie zu erzählen. Zwischendurch keine Fragen erörtern. Ich würde vorschlagen, wir sammeln einfach unsere Fragen, unsere Anmerkungen, unsere Bemerkungen und werden danach probieren, ins Gespräch zu kommen. Das schaffen wir sicherlich, oder? Ja, gut. Nihat Sorgic, Sie sind der erste Auserwählte. So steht's auf meinem Programmablauf. So, ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Alles Weitere werden Sie ja über Ihre Biografie erzählen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der BWK Bildungswerk in Kreuzberg GmbH. Dafür auch oft ausgezeichnet worden in dieser Tätigkeit. Geboren 1958 in der Türkei, seit 72 in Deutschland lebend. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt muss ich fragen, haben Sie irgendwas mitgebracht? Nein, werden Sie sich bebildern? Es tut mir leid, aber... Macht gar nichts. Dann hören wir einfach erstmal zu. Ich setze mich so lange auch ins Publikum und lausche. Wie viel habe ich Zeit? Na, so 10 Minuten etwa. Okay. Fein. Gut. Die Zeit einteilen. Ja, möchte Sie auch herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ja, geboren wurde ich in der Stadt Antakya, biblisch Antiochia, eine der größten Städte der Welt, ehemals vor fast 2000 Jahren. Deswegen habe ich auch guten Draht nach oben, weil Petrus dort gelebt hat, Paulus dort gelebt hat, also zumindest nicht direkt zu ihm, sondern zu seinen Vertretern. Christlicher Art, wenn es um Wetter geht, ist ja Petrus verantwortlich und bis jetzt hatte ich immer Glück gehabt, wenn es bei mir Veranstaltung gegeben hat, schien die Sonne. Ja, die Stadt Antiochia kam, bekanntlich ist diese Stadt tatsächlich eine der wenigen Städte in der Türkei, die interkulturell, multikulturell ist. Also wir haben dort christliche Gemeinde, Orthodoxen, Katholiken, Protestanten, jeweils Kirchen dort, auch eine jüdische Gemeinde. Derzeit befindet sich ein jüdischer Junge aus meiner Geburtsstadt, den ich hier, der hat ein Stipendium bekommen, hier in Charité und der wird von mir auch unterstützt. Leider Gottes haben wir diese intellektuelle Schicht der Jugend viel verloren in dieser Stadt, weil so wie sie studiert haben, weitergekommen sind, verlassen sie die Stadt Antiochia, sodass wir sehr viel Substanz verloren haben. Ja, kam mit 14 Jahren und hatte in der Türkei die sogenannte Mittelschule abgeschlossen und mein Vater kam, ich glaube, 68 nach Deutschland, damals in einem kleinen Ort in der Nähe von Münster, Borgshorst. Ich musste immer Briefe schreiben, hieß dieser kleine Ort. Ich werde irgendwann mal mir erlauben, mein Vater ist vor 4 Jahren gestorben. 77-jährig damals, hatte fast 27 Jahre bei Siemens
gearbeitet, Dreischichtbetrieb. Also bei uns kann ich sagen, wir gehören zu den wenigenjenigen, die keinen einzigen Tag, weder die Mutter noch die Geschwister noch meine Wenigkeit, den Genuss hatten, arbeitslos zu sein. Wir waren immer alle in Arbeit. Die wirtschaftliche Situation damals zu den Zeiten hat es möglich gemacht, dass unsere Familie jedenfalls nicht davon betroffen war. Ja, der Vater kam aufgrund seiner Geschwister, also zwei Schwestern von ihm, haben hier in dieser Stadt gearbeitet, kam hierher und hat eine Wohnung gefunden in der Lehrterstraße 39. Jetzt ist Lehrterstraße bekannt durch Lehrterbahnhof. Wir hatten damals eine Einzimmerwohnung, ca. 30, 35 Quadratmeter, Außentoilette. Die Anschlusslöcher konnte man noch sehen im Jahre 72 in dieser Stadt. Also die sogenannten Eindrücke vom Zweiten Weltkrieg waren überall in den Straßen zu sehen, für diejenigen, die die Stadt Berlin noch nicht so richtig kennen. Für mich war das enttäuschend, weil ich die letzten 3 Jahre bei Großeltern verbracht habe, während mein Vater hier war, meine Mutter zu mütterlicherseits gegangen ist. Mit meinen anderen Geschwistern durfte ich zu väterlicherseits gehen, zu den Großeltern in der Stadt Antiochia und dort zur Schule gehen. Grund war, dass ich auf die Großeltern aufpassen sollte, die ja zu alt waren, um einkaufen zu gehen und die Wohnung einigermaßen sauber zu halten. Also ich konnte dann schon mit elf Verantwortung übernehmen, auf zwei ältere Personen aufzupassen, für sie einkaufen zu gehen, die Besorgnisse zu machen und so weiter und so viel Holz für den Ofen. Aber wir hatten wenigstens so einen kleinen Garten vor dem Haus. Da hatten wir Olivenbäume, da hatten wir Zitronenbäume, wir hatten Granatapfelbäume. Man konnte ja die Dreiviertel eines Jahres konnte man draußen verbringen. Hier in der Lehrterstraße kommt man in so einen Hinterhof, Bote, drittes Hinterhof, alles grau, alles schwarz. Ein Zimmer, daneben die kleine Küche. In der Küche gab es auch eine Wanne, die man mit Holz, mit Briketts, die man tragen konnte. Es gab diese Briketts und die Eierkohle, die man sich besorgen musste, die habe ich besorgt. Und die Toilette war draußen, abends war mir so unheimlich rauszugehen, also Außentoilette, eine Treppe höher, halbe Treppe höher. Und die Eltern schliefen auf dem Bett, ich schlief, also meine Mutter war vor mir, ein Jahr vor mir gekommen, ich kam ja 14-jährig und auf der Couch durfte ich schlafen. Wir hatten damals dadurch, dass die Lehrterstraße unmittelbar an der Mauer lag, in der Nähe, gab es ja einen einzigen Sender, den wir empfangen konnten, das war DDR2. Für mich war das Deutschland. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich beendete ja diese Mittelschule. Das ist eine 8-jährige Schule und unsere Schule war relativ streng. Und wir hatten auch einen deutschen Direktor. Also die Frau unseres Direktors kam aus Deutschland und der Direktor war eigentlich aus Aserbaidschan. Der hat über diverse Wege zu uns gefunden, hat dort mehr oder weniger sich niedergelassen. Er kam zum Studium Anfang 40er Jahre, ist emigriert nach Italien, über Italien wohl nach Ägypten. Von Ägypten kam er in unser Gebiet und blieb dort. Und wir hatten mehr oder weniger schon dort einigermaßen so deutsche Tugenden. Also ich durfte schon damals, ich hatte 3 Jahre lang eine und die gleiche Krawatte. Ich musste mit Krawatte hin, eine und die gleiche Jacke. Und ich hatte ein Taschentuch zum Vorzeigen, die musste sauber sein, und ein Taschentuch zum Benutzen, die war in der anderen Tasche versteckt. Schuhe musste geputzt werden, Fingernägel sollten sehr, sehr kurz sein und Haarschnitt sollte extrem kurz sein, weil man hatte damals die Befürchtung aus hygienischen Gründen gehabt, dass lieber kurze Haare als längere Haare. Es gab bei uns auch Prügelstrafe. Ich durfte zu denjenigen sein, die das ab und zu bekamen, manchmal verdient, manchmal weniger. Aber wie auch immer, ich kam hierher und hatte Schulabschluss und hatte die Aufnahmeprüfung in diese türkische Militärakademie bestanden und wollte eigentlich dort die Karriere weitermachen. Also für Leute aus ärmlichen Gegenden gab es keine vernünftige Karriere weiterzukommen, es sei denn, man hätte die richtigen finanziellen Mittel dafür, wenn es sie nicht gegeben hat, müsste man in bestimmte Nischen hingehen. Und eine davon war Militärakademie, Internat, 6 Jahre, Drill, und dann hätte man Karriere gehabt. 25 Jahre verpflichtet man sich und dann geht man raus.
Und dann kam man als Pilot. Ich wollte in die türkische Luftwaffe. Wie auch immer. Also ich kam nach Deutschland, weil mein Vater nicht wollte, dass ich irgendwie diese Karriere eingehe. Ja, und dann gab es keine Schule. 8 Jahre zur Schule, kein Wort Deutsch. Man ist auf einmal in Deutschland und man kennt niemanden. Eltern können kein Deutsch. Zum Schluss bekamen wir eine Schule in der, im Tiergarten, Werner von Stefan Oberschule, eine Ausländerklasse. Ich war stolz, endlich mal wieder zur Schule zu gehen. 3 Jahre war so ein Odyssee für mich. Also überall hin, keine Schule wollte mich aufnehmen. Zum Schluss gab es endlich eine Schule. Dann gehe ich in die Klasse, setze mich hin, freue mich. Ungefähr 25, 30 Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern, sehr viel aus Arabischen, aus ehemaligen Jugoslawien, natürlich auch aus der Türkei. Ich sitze, kommt der Lehrer rein, ein kleinwüchsiger Landsmann von mir, schreibt an die Tafel, heute machen wir Mathe. Schreibt 2 + 2 = 4. Ich, 8 Jahre Schule, wir haben Dreisatz, wir haben alles, wir haben wirklich, also Mathe war bei uns das A und O und war mein Lieblingsfach. Ich dachte, die wollen uns veräppeln. Ja, also ich bekam dort dann mit, dass wir zusammengewürfelt waren aus verschiedensten Ebenen, aus verschiedensten Niveaus. Also wir hatten 1/3 der Klasse waren Analphabeten. 1/3 hatte mehr oder weniger 2, 3 Jahre schulische Bildung in den Herkunftsländern. Und es gab einen einzigen außer mir, der ähnliche Schulniveau mitgebracht hat und wir waren deprimiert. Also da, mein Vater hatte mich hier geholt, weil er gesagt hat, du kommst nach Deutschland, du bist Ingenieur. Und bei uns in der Türkei war es ja so, wenn man anerkannt werden will, gab es Ingenieur oder Arzt. Das sind die hoch anerkannten Berufe. War frustriert, konnte mit mir nicht viel anfangen und unter diesen Umständen habe ich irgendwann mal nach 3, 4 Wochen einen der jugendlichen Freunden mitgenommen zum Direktor, habe gesagt, ich kam hierher, um zu studieren, ich will Maschinenbauingenieur werden. Hat mich angeschaut, ich werde diese Blicke nie vergessen, weil das sind für mich die einprägenden Erlebnisse, Ereignisse, wo der Mann gesagt hat, lerne Deutsch, sieh zu, dass du Deutsch kannst, dann tue ich dich in eine deutsche Klasse rein. Ja, als ich Vater gefragt habe, hat er gesagt, Papa, ich muss Deutsch lernen, in der Klasse geht es nicht und es gibt Schulen, die kosten 200, 300, 400 Mark. Und dann lerne ich Deutsch, dann kann ich richtig Ingenieur werden. Für Papa war es nicht möglich, er verdiente wenig, die Geschwister waren in der Türkei. Er müsste mütterlicherseits die Eltern unterstützen, seine Eltern väterlicherseits, musste hier dann klarkommen. Mama hat wenig verdient, als sie hat bei Hertie, Kaufhaus Hertie, also sie war Abspülerin dort und hat Geschirr abgespült in Personalkantine. Ja, waren schlechte, schwere Zeiten. Ich hatte aber das Glück, dass ich durch den einen Freund, den ich in der deutschen Klasse schon hatte, und der Eltern hatte, die sich tatsächlich um die Kinder gekümmert hatten, eine Bibliothek kennenzulernen, in der auch türkische Bücher verliehen würden. Ich habe mir dort diese türkischen Bücher erstmal ausgeliehen und dann, als ich die fertig gelesen habe, das waren so insgesamt 40, 50 Bücher, dann bin ich rumgegangen, auf einmal entdeckte ich Kinderbibliothek, einen extra Raum, bin reingegangen und das waren alles so aufgebaut, wie sich das gehört hier in Deutschland, für Kinder, für 6- bis 8-Jährige, für Kinder für 8 bis 10, für Kinder für 10 bis 12-Jährige und so weiter, also Bücher. Da fing ich an mit schon 15 Jahren, Bücher zu lesen, die für 6- bis 8-jährige Kinder gedacht waren. Und siehe das, funktionierte. Kurze Texte, viele, viele Bilder und man konnte es verstehen. Und ich habe mich gesteigert. Tatsächlich, zwischendurch war ich mittlerweile auch im BTSV 1850, B-Jugendfußballspieler, konnte mit einigen Deutschen dann auch das, was ich gelernt habe, in die Praxis umsetzen. Es hat funktioniert. Ich konnte, kurz gesagt, nach circa 6 Monaten, 3/4 Jahr, habe ich auswendig ein paar Sätze gelernt und bin zum Direktor gegangen, habe ihm gesagt, ich kann Deutsch, ich möchte in eine deutsche Klasse. Hat sich mit mir circa 10 Minuten unterhalten und ich hatte die Chance, endlich mal in eine deutsche Klasse reinzukommen. Bin auch rein gewesen, circa 8 Wochen später war ich dann in der 8., also zuerst in der 7., Mathe, Physik, Englisch war ich relativ gut, konnte ich überspringen. Innerhalb eines Jahres konnte ich dann in die 10. Klasse. Ich habe die 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen, mit extremen Notenabweichungen. Also Mathe, Physik, Chemie waren sehr gut,
1, Englisch auch, aber dafür Deutsch, Geschichte, Geografie, da wo ich, wo mein Deutsch definitiv nicht ausreichend war, waren relativ schlecht. Ja, dann konnte ich eine Ausbildung beginnen. Der Mathelehrer, der auf mich aufmerksam wurde, war tatsächlich der Helfer. Ich sehe schon, die Zeit wird überschritten, dann springe ich vielleicht 10 Jahre weiter. Ja, ich habe eine erfolgreiche Ausbildung abgeschlossen und habe dann angefangen, Abendschule zu besuchen, wollte ich mein Abitur nachholen, das ist mir gelungen und durfte ich dann Maschinenbau studieren, abschließen und ich blieb dann bei Siemens, weil ich dann meine Ausbildung bei Siemens hatte und ich fing als Jungingenieur bei Siemens an zu arbeiten. Gehalt war wenig, auch als Jungingenieur, deswegen ließ ich mich abwerben nach Westdeutschland, damals hieß es Westdeutschland, habe dort 1,5-2 Jahre in der Nähe von Hessen gearbeitet, in der Nähe von Bad Hersfeld, Eschwege, also der Ort hieß Sontra. Ich wohnte dann in Eschwege, beziehungsweise später dann in Rothenburg an der Fulda. Ich war im Vertrieb, habe dort Auto-Innenverkleidung hergestellt für unter anderem Renault, deswegen hatte ich auch Auslandserfahrung gesammelt, kam aber aus Liebe zu dieser Stadt zurück, habe gekündigt, als die mich nach Frankreich für immer schicken wollten, um dort die technische Leitung mir zu überlassen, kam zurück und habe hier dann bei einer Firma Semperlux als Produktmanager 1,5 Jahre gearbeitet, dann wechselte ich rüber. Ich muss sagen, während meines Studiums habe ich zum ersten Mal mit indirekt Bildung, Integration zu tun gehabt, indem ich dann junge Menschen im Rahmen einiger Projekte in die Türkei begleiten durfte als Teamer, wo ich sie betreut habe mit einigen Sozialpädagogen. Und da habe ich festgestellt, dass mir diese Sache liegt, dass ich mit jungen Menschen gut kann. Und das war der Grund, warum ich dann 88 in die Bildungsbranche gewechselt habe. Und da habe ich bei einer Bildungseinrichtung gearbeitet, als Bereichsleiter, Abteilungsleiter. Parallel dazu hatten wir inzwischen die Maueröffnung, habe dann in diesem Zusammenhang, dadurch, dass ich Maschinenbau studiert habe, habe ich einen Maschinenbaubetrieb, Metallbetrieb aufgemacht. Ich habe durch ein Abendstudium noch zusätzlich eine Qualifikation erlangen können, dürfen. Schweißfachingenieur, wo wir viele, viele Schweißarbeiten, die abnahmepflichtig erledigt werden müssen, ausführen können in meiner Firma mit meinen Mitarbeitern. Die Firma wuchs bis zu 25 Mitarbeitern. Parallel dazu habe ich weiterhin Bildungseinrichtung beraten und im Jahre 97 habe ich einen Teil dieser Bildungseinrichtung übernommen und habe dann damals waren circa recht kleine Verhältnisse, habe dann endlich meine Ideen, meine Visionen diesbezüglich in Bezug auf Integration, in Bezug auf Integration durch Bildung realisieren können. Mittlerweile sind wir fast 120, 130 Mitarbeiter. Es sind derzeit bei uns circa 1000 Menschen in der Ausbildung, weil sie gesagt haben, Journalismus, wir haben mittlerweile nicht nur uns konzentriert auf die sozial benachteiligten jungen Menschen und deren Ausbildung, sondern auf die integrationsfördernder Maßnahmen. Und da ich das Ganze als bitter notwendig sehe, aus, sagen wir, gesellschaftspolitischen Interessen her, Journalisten mit Migrationshintergrund in deutschen Medien unterzubringen, konnte ich die Frau Böhmer überzeugen, dass sie die Schirmherrin wird von einem Projekt, wo wir Journalisten qualifizieren. Wir haben den Professor Petzold gewinnen können. Er ist ja, habe ich mir sagen lassen, Papst der Journalisten. Wenn wir heute so biblisch, so göttlich reden, dann können wir auch fortsetzen. Ja, das machen wir erfolgreich. Ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass wir beim Abschluss der ersten Maßnahme auch eine Absolventin hatten, russische Herkunft, die den Medienpreis gewonnen hat. Und wir haben unter anderem RBB auch als Partner, ZDF, Tagesspiegel, TAZ, sogar Springerpresse. Kai Diekmann hat signalisiert, auch 16 Leute für Bild einstellen zu wollen mit Migrationshintergrund. Also das ist schon, diverse türkische Medien machen auch mit. Ja, vielleicht das kurz und wir stehen nachher gerne. Die Zeit habe ich nicht. Mihat Sorgic. Herzlichen Dank erstmal. Das waren sehr viele Informationen. Ich möchte noch hinzufügen, er hat auch einen Integrationspreis für seine Tätigkeit in dem Bildungswerk bekommen letztes Jahr. Und nicht nur den, es gab auch ein Bundesverdienstkreuz. So, dann werden wir jetzt mal weiter voranschreiten. Phyllis Pollert lade ich jetzt hier aufs Podium. Sie hatte Fotos eingereicht. Sind die abrufbar? Habt ihr die?
Scheint so zu sein. Frau Pullert ist seit 20 Jahren politisch aktiv, seit 2004 Mitglied des Niedersächsischen Landtages für Bündnis 90 Die Grünen und ist jemand, der bzw. die sich stark gemacht hat in ihrer Arbeit für Entwicklungszusammenarbeit, der Flüchtlingshilfe, vor allem Migrantinnen-Selbstorganisationen. Dort ist sie auch sehr aktiv und im Netzwerk türkeistämmiger Mandatsträgerin. Da macht sie auch eine ganze Menge. Mal sehen, ob sie uns ein bisschen was darüber erzählen wird. Aber wie sie zu all dem kam, das wird natürlich jetzt wieder der Fokus sein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Obwohl hier steht Phyllis Bilders, könnte doch was drauf sein. Also die Bilder sind jetzt aus der aktuellen Legislaturperiode, die ich habe. Ich wollte jetzt nicht meine ganzen Kinderbilder mitbringen. Ich bedanke mich für die Einladung. Allerdings habe ich gedacht, naja, ob das so richtig passt, Erfolgswege bei mir. Ich bin, muss ich dazu sagen, gar kein Gastarbeiterkind. Mein Vater ist migriert, meine Mutter ist deutsch und mein Vater ist auch nicht als Gastarbeiter gekommen, sondern, das hat er mir heute Mittag noch mal am Telefon gesagt, im September 1961, also einen Monat vor Abschluss des Anwerbeabkommens. Und eigentlich sollte er seine Erfolgsstory erzählen, weil das, was mein Vater geleistet hat und wie Sie alle wissen, die erste Generation der Gastarbeiterin oder derjenigen, die vor oder nach dem Anwerbeabkommen nach Deutschland migriert sind, das sind eigentlich die Erfolgsstories. Aber ich kann auch ein bisschen von mir erzählen, weil ich ja sozusagen Kind eines türkischen Einwanderers bin. Und vielleicht fange ich auch damit an. Mein Vater ist, wie gesagt, 1961 im September mit ein paar Kommilitonen in den Zug gestiegen. Sein Professor hatte ihm damals, mein Vater hat Medizin studiert in Istanbul, ist in Erciş geboren. Deswegen bin ich auch etwas betroffen über die Situation jetzt in der Türkei, weil auch Teile von meiner Familie betroffen sind. Er ist in Erciş in Gürpınar geboren und sein Vater war Beamter in Ostanatolien und hat 6 Geschwister und ist auch natürlich wie viele andere in dieser Region unter ärmlichen Bedingungen aufgewachsen und hat sich als ältester Sohn dieser Familie gesagt, ich möchte, dass meine Geschwister und meine Mutter und mein Vater besser leben, als wir es im Moment tun, und hat sich irgendwann mit seinem Koffer auf den Weg gemacht, ist nach Istanbul gegangen, hat dort studiert. Und zum Ende des Studiums hat sein Professor gesagt, viele wollten auswandern. Geh du doch nach Deutschland, du sprichst gut Deutsch. Er hatte im Gymnasium schon Deutsch gelernt, er war auch fasziniert wie viele andere von Deutschland. Und hat sich, wie gesagt, in den Zug gesetzt mit seinem Koffer. Ich habe ihn gefragt, ja, Visum gab es ja nicht, wie bist du denn eingereist? Dann bist du als Illegaler eingereist, weil er hatte ja, wie gesagt, kein Anwerbeabkommen zur Grundlage. Ja, und hat dann 5 Monate am Krankenhaus gearbeitet, ist nach Hannover gekommen, sollte nach Hannover, weil dort natürlich Hochdeutsch gesprochen wird, hat ihm sein Professor gesagt. Und dann sollte er am besten dort Deutsch lernen und anfangen zu arbeiten. Er hat dann verschiedene Wege durch die Krankenhäuser, die natürlich einen sehr großen Bedarf auch hatten. Die Nachfrage nach Ärzten war sehr groß in den 60ern, war erst am Nordstadtkrankenhaus in Hannover, dann in Nienburg. Ist zwischenzeitlich wieder in die Türkei gegangen, um sein Examen zu machen, hat dann aber seinen Facharzt hier gemacht für Unfallchirurgie. Naja, und hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt in Bramsche, in Niedersachsen, bei Osnabrück. Vielleicht allen bekannt, die Varusschlacht, ja, die entscheidende Schlacht zwischen Römern und Germanen in Kalkriese bei mir in Bramsche. Ich bin Botschafterin für diese Region. Ich muss immer werben, dass viele Touristen dahin kommen. Also eine ganz wichtige Region. Und hat dort meine Mutter natürlich, wo soll es anders sein, im Krankenhaus kennengelernt. Meine Mutter hatte einen Reitunfall und mein Vater sollte sich dann um meine Mutter kümmern, weil sie doch wenig Besuch hatte. Und und meine Mutter hat ihn dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und er ist dann auch mit dem Strauß Rosen gekommen. Und ich habe 5 Geschwister, wir sind auch Patchwork. Mein Vater war, bevor er meine Mutter kennengelernt hat, schon verheiratet. Daraus sind mein Bruder und meine Schwester Leila entstanden. Und der zweiten Partnerschaft sozusagen meine Schwester Yasemin. Und meine Mutter war vorher auch liiert, hatte da eine Tochter, Kerstin. Also wir sind wirklich eine Patchwork-Familie. Und ich bin in Bramsche, wie gesagt, groß geworden, zur Schule gegangen, zur Grundschule. Meine Mutter, die evangelisch-lutherisch aufgewachsen ist, mittlerweile aus der Kirche ausgetreten, hat
hat, glaube ich, damit auch zusammen oder dazu geführt, dass ich 10 Jahre im evangelischen Kirchenchor war. Mein Vater war Moslem oder ist Moslem. Ich sage immer, er ist kein richtiger Moslem, weil er Schnaps trinkt und Schweinefleisch isst. Bin, wie gesagt, dort zur Schule gegangen, habe dann aber das Abitur nicht in Bramsche gemacht, weil unser Gymnasium so schlecht besetzt war. Das Gymnasium war auch berüchtigt, dass alle Lehrer, die versetzt werden, in Niedersachsen nach Bramsche kommen. Und da ich Leistungskurs Mathe machen wollte und zu dem Zeitpunkt 4 Punkte hatte, musste ich das Gymnasium wechseln und bin dann nach Münster gegangen und habe dort in Nordrhein-Westfalen mein Abitur gemacht. Meine Schwester hatte mittlerweile dort ein Jahr die Fachoberschule besucht und habe dann mit 16 alleine mit meiner Schwester in Münster gewohnt. Also Obacht meinen Eltern, dass sie mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Aber Sie sehen, ich habe schon immer sehr viel Vertrauen von meinen Eltern bekommen, weil ich sehr jung mich auch, ich glaube, meinen Eltern gezeigt habe, dass ich Verantwortung übernehme. Ich habe mit 12 Jahren, Sie haben das meiner Biografie entnommen, 12, 13 Jahren mich schon angefangen, politisch zu engagieren. Ich habe das Green Team gegründet, das ist die Kinderorganisation von Greenpeace und diese Gruppe hieß Fresh Air Yeah und wir haben da mit ein paar Freundinnen die ganzen Aktionen, die Greenpeace aufgerufen hat, mitgemacht, Unterschriften gesammelt gegen den Walfang, Unterschriften gesammelt gegen das Robbenschlachten. Und wenn dann die Erfolgsmeldung kam, dass zumindest einige Staaten das Robbenschlachten eingestellt haben oder den Walfang, dann haben wir uns natürlich in Klein-Bramsche gefühlt, dass, oder uns dafür mitverantwortlich gefühlt oder dass wir dazu was beigetragen haben. Natürlich meine Generation, ich bin 78 geboren, war auch wenn wir noch sehr jung waren, sehr stark sensibilisiert worden durch den Super-GAU in Tschernobyl, 86, da war ich zwar noch sehr jung, aber wir waren doch schockiert, dass wir nicht mehr die Früchte aus dem Garten essen durften, dass wir, wenn es regnet, entweder mit Regenkleidung raus sollten oder gar nicht rausgehen sollten. Und wir sind im Sommer immer in unser Ferienhaus gefahren nach Essenkö am Marmarameer bei Cinalcik und wir haben immer mit den Dorfkindern Miesmuscheln gesammelt und direkt am Strand gegrillt. Das war total tabu, weil die natürlich völlig kontaminiert sind. Und da waren wir doch sehr stark sensibilisiert und daher glaube ich auch so mein umweltpolitisches Engagement. Meine Mutter ist damals dann auch den Grünen beigetreten und als ich dann 14 war, war ich dann auch zu alt für das Green Team und habe dann die Grüne Alternative Jugend bei mir in der Stadt gegründet. Und das war so der Weg, dann parteipolitisch aktiv zu werden. Und als ich dann 18 geworden bin, habe ich dann auch, wie das dann so ist, dann fragen die Altgrünen, meine Mutter war ja dann Altgrüne, ob ich nicht kandidieren möchte für einen Ortsrat. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, weil wir doch auch als Grüne Alternative Jugend gemerkt haben, wenn man sich direkt einmischt, auch in kommunale Prozesse, wird man schon gehört. Also wir hatten dann als Gruppe ein so ein Ziel, wie viele Jugendorganisationen, eine Skateranlage, eine Halfpipe für die Stadt. Und wir sind dann da mit 20 Leuten bei dem damaligen Bürgermeister, haben ihn im Rathaus besucht, haben gesagt, wir wollen gerne eine Skateranlage. Und ich glaube, ein Jahr später gab es dann den Beschluss im Stadtrat für eine Skateranlage. Und das hat mich natürlich auch bewogen, bevor ich Klinken putze, gehe ich lieber selber in den Ortsrat. Und habe dann kandidiert mit 18 und bin dann auch in den Ortsrat gewählt worden. Das war 1996, glaube ich. Ja, genau. Parallel habe ich in Münster mein Abitur dann gemacht, 97, war immer parteipolitisch weiterhin aktiv in Bramsche, in meiner Heimatstadt, weil ich da, wie gesagt, sehr verankert bin und habe dann kurz einen Exkurs gemacht, um mein Türkisch zu verbessern, weil ich leider nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Das werfe ich meinem Vater heute noch vor. Der schämt sich immer, dass ich nicht so gut Türkisch spreche. Aber wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen. Und dann bin ich nach dem Abitur nach Istanbul gegangen, an die Tömer-Universität und habe dort einen Sprachkurs gemacht. Das war auch ganz interessant. Ich habe das vorhin schon erzählt, weil in diesem Sprachkurs
alles Mögliche zusammen, Deutsche, die in Istanbul leben und arbeiten, oder Frauen aus Osteuropa, die in reichen Türken geheiratet haben, oder eben Kinder von türkischen Rückkehrern, oder auch der Deutsche aus Hamburg, der im türkischen Fußballverein spielt und auch auf Türkisch sich mit seinen Fußballkollegen austauschen will. Das war ganz spannend. Ja, und habe dann einen Studienplatz bekommen in Frankfurt am Main, genau. Ich hatte erst als ZVS-Opfer, rief meine Mutter mich an, du hast jetzt einen Studienplatz in Greifswald. Da dachte ich, ich bleib noch ein bisschen in Istanbul und habe dann noch ein Semester gewartet und habe dann in Frankfurt einen Studienplatz bekommen und habe dort Volkswirtschaftslehre studiert und habe dann Zweitstudium angefangen, Diplompolitologie. Volkswirtschaft habe ich dann abgeschlossen als Diplom-Volkswirtin. Diplompolitologie habe ich zwar auch abgeschlossen, aber dann keine Diplomarbeit mehr geschrieben, weil ich hatte ja dann schon eine Diplomarbeit abgegeben und parallel fing es dann auch schon an, dass ich mich auf Landesebene engagiert habe in Niedersachsen für die grüne Politik und dann hat mein Kreisverband gefragt, ob ich nicht kandidieren will für die Landtagswahlen 2008 und ja, dann habe ich gesagt, warum nicht? Bei uns ist es immer so, der ländliche Raum ist immer ein bisschen unterpräsentiert in den Parlamenten. Bei uns hat immer die Abgeordnete der Stadt Osnabrück gezogen auf den Parteitagen. Und ich dachte, gut, dann versuche ich mal für unser Osnabrücker Land einen Listenplatz zu bekommen. Und dachte, naja, ich erfülle ja auch alle Quoten der Grünen, jung, weiblich, Migrationshintergrund, da habe ich bestimmt gute Chancen. Und das war dann schon der erste Schock auf dem Parteitag, weil ich dann gemerkt habe, boah, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Also die Platzhirsche hatten eigentlich die komplette Liste schon ausgehandelt. Und dann kam ich, mit der sie gar nicht gerechnet hatten, habe dann aber einen relativ guten Listenplatz bekommen, der zwar nicht gezogen hat, aber im Nachrückverfahren bin ich dann 2004 habe ich kandidiert, 2003 habe ich kandidiert, 2004 bin ich dann nachgerückt für Rebecca Harms und habe dann wieder kandidiert 2008 und ja, bin wieder gewählt worden und bin jetzt meine zweite Legislaturperiode im Niedersächsischen Landtag. War damals die jüngste Abgeordnete, weibliche Abgeordnete im niedersächsischen Parlament, bin es jetzt immer noch mit 33, die jüngste weibliche, aber nicht mehr die jüngste Abgeordnete. Und es spielte auch, mein Migrationshintergrund komischerweise spielte da in diesem Zusammenhang nie eine Rolle, zumindest auch nicht von den Medien. Die türkischen Medien haben natürlich, das war für die sehr wichtig, aber die deutschen Medien, die fanden das viel interessanter, dass ich die jüngste war. Also für die deutschen Medien war das sozusagen dieses Kriterium wichtig, für die türkischen Medien natürlich mein türkischer Migrationshintergrund. Und im Parlament selber war es auch, ich werde immer gefragt, ob mein Migrationshintergrund mir Probleme bereitet hat. Das wiederum auch nicht. Das war dann eher das Problem, dass ich Frau war und jung. Da haben die älteren Abgeordneten, die älteren männlichen Abgeordneten immer gedacht, naja, mit der möchte ich gerne mal Kaffee trinken gehen. Das war dann sozusagen eher der sexistische Aspekt, der mir Nachteile bereitet hat bei den älteren männlichen Abgeordneten. Ja, ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Das ist die konstituierende Sitzung. Da sitzen die jüngsten Abgeordneten und eröffnen den Landtag oder die erste Legislaturperiode. Das ist das Netzwerk türkeistämmiger Mandatsträgerinnen, bei dem ich von Anfang an dabei bin und was von der Körperstiftung initiiert wurde. Das sind so die üblichen Aufgaben einer Abgeordneten. Talkrunden, da Wahlkampf in Bramsche, da hat Christian Wulff, der wollte mich immer abwerben, glaube ich, aber hat er ja nicht geschafft. Da stehe ich mit der kompletten CDU-Landtagsfraktion. Man sieht, der Innenminister rechts hinter mir ist nicht sehr erfreut, weil ich flüchtlingspolitische Sprecherin bin und McAllister findet das auch nicht so witzig. Aber Christian fand das witzig, dass ich mit aufs Foto kam. Ja, und wie gesagt, ich bin flüchtlingspolitisch aktiv und da immer dabei, wenn es um gegen Abschiebung geht. Ja, da wollte ich rein, da bin ich dann reingekommen. Und was man so auf den Parteitagen macht. Ja, und das ist mein Ortsverband. So sieht das dann, ne, bei Grünen aus, auf dem ganz normalen Ortsverband. Ja.
Vielen Dank. Schwarzen Anzug müssen Sie sich noch zulegen. Das hat mich ja auch sehr beeindruckt gerade, dieses Bild mit den CDU-Menschen. Alle im schwarzen Anzug, bis auf Sie. Und eine Dame in Weiß. Wie dem auch sei, Felis Pollard, vielen Dank. Über Identitätsfragen sprechen wir dann vielleicht nachher gemeinsam. Ich begrüße Professor Osman Isfen. Da hatte ich ihn schon irgendwo gesehen, meine ich. Da, wunderbar, sehr schön, prima. Baujahr 77, in Istanbul geboren. Nach dem Besuch der Grundschule ging es dann in Richtung Deutschland und heute ist er seit August 2009 Juniorprofessor für Straf- und Strafprozessrecht an der Ruhr-Uni Bochum. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bühne frei für Ihre Geschichte. Dankeschön. Auch ich darf mich für die Einladung hier der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken. Ich freue mich, dass wir hier so hochkarätisch besetzt sind. Und wenn ich mir die Biografien so anhöre, ist mir klar geworden, dass eigentlich meine Biografie, die ich eher für eine Ausnahme gehalten habe, unter den Jugendlichen gar nicht mal so ist. Ich gehöre auch zu denen, wie gesagt, die im Istanbul, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern in der Türkei. Mein Vater kam nach Deutschland 1969, meine Mutter zog nach 1975, bin geboren 1977. Ich bin zwar in Istanbul geboren, habe aber sofort sozusagen, bin wieder nach meinen Eltern zurück, in Nähe von Frankfurt, Bad Nauheim-Friedberg in der Gegend. Bin dann bis zu meinem sechsten Lebensjahr dort geblieben und dann wieder zurück zu meinen Großeltern gegangen. Der Hintergrund war der, dass meine Schullaufbahn in der Türkei stattfinden sollte. Wahrscheinlich war auch der Gedanke da, dass man, obwohl man schon seit 1969 da war, dann wieder doch zurückkehren würde. Jedenfalls die ersten 5 Schuljahre in Istanbul und dann nochmal eine Klasse der Mittelschule wiederum in Istanbul. Dann hat sich aber auch gezeigt, nein, es gibt kein Zurück in die Türkei, sondern es wird in Deutschland weitergehen, mit der Folge, dass ich dann wieder zu der Familie zurückgeholt wurde. Meine anderen 3 Geschwister waren übrigens immer in Deutschland. Als ich dann nach Deutschland zurückkam, nachdem ich die 6. Klasse beendet hatte, konnte ich natürlich kein Wort Deutsch. Die ersten sechs Lebensjahre, denen war kein Kindergarten oder sowas in der Art, sondern das war in der Familie, sodass Deutschkenntnisse gar nicht vorhanden waren. Also ja und nein und ein paar Schimpfwörter waren auch drin, aber mehr nicht. Da war die Frage, was macht man, wie fährt man fort? Damals hat der Direktor der Grundschule uns gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder machen Sie weiter oder machst du weiter mit der Hauptschule, weil du eben die Deutschkenntnisse nicht hast. Oder du machst nicht mit der 7. Klasse weiter, sondern mit der 5. Klasse weiter. Aber holst eben in der Zwischenzeit deine Deutschkenntnisse nach und dann kannst du vielleicht auch aufs Gymnasium. In der Türkei war ich ein sehr erfolgreicher Schüler. Das ist natürlich in Deutschland einfach nicht machbar. Genauso wie Sie es da geschildert haben. Alle Sachen, die man schon in der Türkei gekannt hat, in viel stärkerem Maße als hier in Deutschland vielleicht, das konnte man nur artikulieren konnte man. Das ist ein schreckliches Gefühl, würde ich keinem wünschen. Ja, da war aber sozusagen die Antwort eigentlich leicht gefunden. Ich mache weiter mit der 5. Klasse und habe das all die Jahre hinweg als sozusagen Verlust betrachtet, anstatt mit der 7. Klasse weiterzumachen, mit der 5. Klasse dann fortzufahren. Was sich aber im Nachhinein gezeigt hat, das waren keine Verlustjahre, sondern das waren Jahre der Investition in eine sichere Zukunft. In den Anfangszeiten der Förderschule in Niedermörlen, Bad Nauheim, war es natürlich auch schwierig, aber in den 2 Jahren habe ich das gut hinbekommen, sodass ich ohne Probleme aufs Gymnasium durfte, da das Abitur gemacht habe. In der Zwischenzeit auch die deutsche Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit erworben habe, sodass nach dem Abitur ein Jahr Zivildienst anstand und 1999 angefangen habe mit dem Studium der Rechtswissenschaft in Gießen. Gießen ist ungefähr 60, 70 Kilometer von Frankfurt entfernt. Kleiner Ort, niedlicher Ort, aber ein unschöner Ort, wie auch zum Beispiel Bochum derzeit. Ich habe es so nicht so drauf mit den schönen Städten. Bislang nicht, vielleicht wird es ja noch was. Ich habe 2004 dann mein erstes Staatsexamen gemacht. Ich war fakultätsintern, es gab keinen offiziellen Listenplätze. Ich war aber fakultätsintern der Inhaber des ersten Platzes, was das erste Staatsexamen anging. Dann habe ich zwischen 2005 und 2007 an der
Ludwig-Maximilian-Universität in München promoviert. In München promoviert heißt, ich war 3 oder 4 Mal zu Besuch bei meinem Doktorvater. Alles ging dann weiter von Frankfurt auch aus. Aber wie gesagt, das Rigorosum und alles andere war in München, deshalb promoviert in München. In der Zwischenzeit auch das Referendariat gemacht, 2005 bis 2008, sodass ich dann ein ausgebildeter Volljurist dann war, April 2008. Dann habe ich mich entschlossen, das war immer eigentlich so mein Ziel, die Hochschulkarriere dann zu gehen. Und es hat sich so eingefügt, dass ich sofort nach dem Ende des Referendariats auch gleich an der Goethe-Universität in Frankfurt anfangen durfte als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und so wie sich die Karriere so entwickelt hat, war immer der Gedanke, ich bin 2 Jahre zu spät und vielleicht auch noch Zivildienst, auch noch 3 Jahre zu spät. Ich werde es schwer haben in meinem Berufsleben. 3 Jahre, die muss man erstmal aufholen. Ist aber so, dass es doch anders gegangen ist und dass es eigentlich sehr viel schneller gegangen ist, auch aufgrund der Umstände, dass sich die Hochschullandschaft ja auch geändert hat seit den 2000er Jahren mit der Einführung der Juniorprofessur, mit der Abwertung der Habilitation, ob berechtigt oder nicht, kann man darüber diskutieren. Jedenfalls war eine Stelle ausgeschrieben in Bochum, Mai 2009, darauf habe ich mich beworben und wurde dann auch dann genommen, habe das Berufungsverfahren für mich entschieden können, mit der Folge, dass ich seit August 2009 Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Ruhr-Universität Bochum bin. Für mich liegt die Besonderheit darin, dass ich der erste Hochschullehrer türkischer Herkunft in Deutschland bin, der Professor an einer juristischen Fakultät in Deutschland ist. Es gibt zwar viele Professoren, die auch ihre gesamte akademische Karriere hier in Deutschland absolviert haben und Professor geworden sind, aber eben nicht im Bereich der Rechtswissenschaft. Das ist mir zuteil worden. Es gibt auch sehr viele Professoren, die in der Türkei studiert haben, habilitiert sind und hierher kommen und hier ein Professorenamt haben. Aber wie gesagt, auch ein Zeichen der neueren Generation, dass wir hier groß geworden sind, dass unser Lebensmittelpunkt hier in Deutschland liegt, die gesamte akademische Karriere eben in Deutschland. Ich unterrichte aber auch in der Türkei, bin im Semester mindestens 8, 9, 10 Mal in der Türkei, halte Konferenzen ab, halte Vorlesungen an mehreren Universitäten, bin also auch mit der Türkei stark verbunden. Für mich heißt die Devise einfach nicht Türkei oder Deutschland, sondern sowohl Bochum als auch Istanbul. Es ist in der Tat so, dass wir im Gegensatz zu den Zeiten meiner Eltern die Wege einfach kürzer geworden sind. Sie sind in 3 Stunden in Istanbul, sind in 3 Stunden wieder auch zurück nach Bochum, sodass eigentlich die Wahl nicht ansteht, sondern eben das Engagement in beiden Bereichen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Kurz zu der Frage, ob mir meine türkische Herkunft Vorteile und Nachteile bereitet hat. Die Frage wird mir oft gestellt. Ich würde sagen, keine Nachteile, die ich bemerkt hätte. Kann sein, dass ich da hier und wo benachteiligt worden bin, aber bewusst ist mir das so nicht geworden. Ganz im Gegenteil, bei der Berufung auf die Juniorprofessur in Bochum hat man mir gesagt, gerade auch als Zeichen dafür, dass die juristische Fakultät in Bochum die einzige juristische Fakultät im Ruhrgebiet ist und da sehr viele türkische Studierende da sind, soll man sozusagen ein Vorbild dann auch schaffen, dass die türkischen Studierenden sich da engagieren. Wenn er das geschafft hat, dann könnt ihr das auch schaffen. Insofern ist mir das sozusagen nie zum Nachteil gereicht worden. Aber eine Anekdote ist mir überliefert worden, als ich mich beworben hatte auf die Stelle und als dann bekannt war, dass das Ganze sozusagen auf meine Person dann zuläuft, sollen sich auch wiederum ältere Herren, mit denen haben wir auch bei Professoren sozusagen unsere Probleme, sie sind da insofern nicht alleine in der Politik, in der Tat, die sollen sich sozusagen in kleinen Kreisen getroffen haben und gesagt haben, was, da soll jetzt ein Türkischstämmiger kommen, hoffentlich stottert er denn nicht rum irgendwie, wenn er was dann erzählt. Also die Bedenken, die gab es in der Fakultät in der Tat, hat man mir nachträglich erzählt. Aber so, wie sich die Situation darstellt, haben sich diese Befürchtungen nicht bewahrheitet. Ich gehöre zu denen an der Ruhr-Universität, dessen Evaluationsergebnis an der Spitze der ganzen Professoren dann steht. Okay, nur so viel erstmal. Dankeschön. Prima.
Vielen Dank, Herr Isfin. Eine schöne Stadt haben Sie dann doch in Ihrer Biografie, in Ihrer jetzigen Istanbul. Ist schöner als Bochum wahrscheinlich. Gut, last but not least kommen wir zu Sinan Akkuş und jetzt gehen wir mehr in die Kultur, in die künstlerische Szene. Er ist Filmemacher, er ist Schauspieler, vielleicht kennen Sie seinen Film Evet, ich will, der kam 2009 heraus. Das war sein erster langer Spielfilm, der kam auch in die Kinos. Und er wird uns jetzt ein bisschen von seiner Biografie berichten. 1970 in der Türkei geboren, 1973 ging es dann nach Deutschland, also so richtig lebendige Erinnerungen an die ersten 3 Jahre, weiß ich nicht, ob es die noch gibt, aber wir werden es ja gleich hören. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sinan Akkuş. Ich bedanke mich genauso, dass ich hier die Bilder zeigen kann und ein bisschen was erzählen kann. War noch gar nicht so lustig. Ich stell mir nochmal eine Uhr. Okay, alles klar. Also ich wurde gebeten, mal so ein bisschen geschichtlich, wo komme ich her, wieso, warum, weshalb, so. Fand ich ganz interessant, das auch mal mit Bildern zu machen und musste dann selber mal so ein bisschen rumkramen in den Fotos, die ich habe. Und leider haben wir da gar nicht sehr viele, gerade von der früheren Zeit. Aber das ist jetzt ein Foto, was ich total schön finde. Das sind meine Eltern. Und meine Mutter hat so ein Polyesterkleid an, weil das kam, glaube ich, in den 60ern kam das raus und man fand das ganz toll. Mein Vater hat das gekauft und ganz stolz meiner Mutter mitgebracht, sofort zum Fotografen gegangen, ein Foto gemacht. Sehr, sehr schönes Foto, einer der ganz wenigen aus der Zeit. Das ist ein Foto von mir mit meinem Bruder und leider ist es auch so, dass das nächste Foto von mir, also ich bin der Jüngere sozusagen, und das nächste Foto, was es von mir gibt, ist dann irgendwie gleich 7 Jahre später, was so ein bisschen schade ist. Das muss dann noch in der Türkei gewesen sein, weil ich mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Da war ich noch nicht 3 Jahre. Genau, dann habe ich irgendwie, war ich vor ein paar Jahren mit einem Freund, der auch Fotograf ist, in Erzincan, in Balibeykö, da wo ich geboren bin, wo auch meine ganze Familie herkommt, und habe dann mal so 1-2 Fotos daher geholt, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, wie man da lebt. Heute würden viele Ökos und Alnatura-Fans würden eine Menge dafür hergeben, so zu leben, in Lehm und mit sehr viel Bio und all das. Aber ich glaube, wir fanden das damals nicht so toll, hatten uns da eher so ein bisschen geschämt für. Gut, mittlerweile sind auch sehr viele Steinhäuser, früher war das nur Lehm. Lustigerweise wird immer noch irgendwie mit Kuhdung geheizt. Das sind so Heizbriketts, die man vorne sieht. Und dieser Wagen, der muss vermutlich noch aus den 70ern sein, den damals irgendwelche Almancis, also Deutschtürken, dahin gefahren haben. Und irgendwie hat er es nicht mehr zurück nach Deutschland geschafft, der Wagen. Aber der sieht super aus. Ford Transit hatten wir übrigens auch, also wie jeder Türke damals. So, und das noch ganz kurz, sind so Verwandte von mir, einfach mal, dass man da auch mal Menschen sieht und nicht nur so. Und dann habe ich irgendwann mit meinem vierten Hingucken gesehen, dass ich da hinten im Auto irgendwas versuche zu machen. Ich weiß nicht, ob ich da versuche, das Autoradio zu klauen oder also nicht in Deutschland, dann wieder in die Türkei gegangen und da Autoradios geklaut bei mir im Dorf. Okay, das ist das nächste Foto, was es von mir gibt, der rechte, wie unschwer zu erkennen ist. Und also das, was es als Baby gab und dann das. Natürlich gehört es zu den Türken. Der größte Stolz damals war ein Mercedes-Benz. Den hat mein Vater, der bei VW gearbeitet hat, hart gearbeitet hat, sich dann auch irgendwann geleistet. Also das war unser stolzer Mercedes, wo wir uns dann direkt davor fotografieren lassen haben. Ich bin in Kassel groß geworden und da dann auch noch in einem Vorort, also richtig in einem kleinen Dorf. Und Şenol heißt der junge Mann neben mir. Und wir waren da eigentlich auch so die einzigen Türken.
daher haben wir uns vermutlich recht schnell gefunden. Der ist aus Sinop, der ist ein Lase, nennt sich das, ne? Genau. Der hat auch blonde Augen, blaue Augen und ist recht hell, der heute noch. Obwohl, heute hat er ein bisschen weniger Haare. Genau, früher war es noch so, dass wir einmal die Woche mussten wir zum Türkischunterricht. Also man hatte Angst, dass wir unser Türkisch verlernen und unsere Kultur auch überhaupt nicht kennenlernen und so. Da sind wir irgendwie einmal die Woche so alle Türken im Umkreis zum Türkischunterricht gegangen. Ich habe dann mal so ein bisschen nachgedacht, ich bin ja heute jetzt Filmemacher geworden, was ja ein Beruf ist, wo man gerne narzisstisch und wie auch immer. Also das heißt, ich habe mich gefragt, warum ich den Ball halte. Das war vermutlich damals für Jungs was ganz Großes. Ich will den Ball halten. Also anscheinend war damals schon so eine narzisstische Veranlagung, war da schon zu sehen, so für mich. Dann in der Schulzeit hatte ich eine kurze Waferzeit. Das waren meine... Es ist nicht lustig, es gehört zu mir, dass, ob ich es will oder nicht. Ja, das waren meine besten Freunde. Ich war nicht ganz so schwarz wie die, also zumindest von den Klamotten her. Philipp, der vor mir ist, mit dem war ich übrigens auch mal in der Türkei, bei uns hinten in Anatolien, und der hat im Bad hat er immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde gebraucht, bis er die Haare so hatte. Und hatte auch zwei Ohrringe, und das damals noch in den Ende 70 so. Da wurden mir viele Fragen gestellt. Einmal sind wir, glaube ich, in der Stadt spazieren gegangen, und da ging so eine, was man ja früher sehr viel gemacht hat, ging so eine Armee an uns vorbei, so marschierend. Und das war wirklich sehr lustig, wie die geguckt haben. Dann habe ich Film studiert in Kassel. Ich bin in Kassel groß geworden, Film studiert, und wir hatten dann mal ein Fußballturnier, und da taucht der Ball wieder auf, und weil das ja auch Filmemacher sind, habe ich mich da anscheinend nicht durchgesetzt, dass ich den Ball halte, und wir haben uns von Ari, haben wir die T-Shirts. Das ist ein Kurzfilm, den ich mal gemacht habe mit diesen Kommilitonen und Freund zusammen, mit dem Joachim. Man merkt völlige Ratlosigkeit bei uns beiden, was wir der Schauspielerin sagen sollen. Aber das war ein Kurzfilm. Damals war ich noch jung. Dann bin ich nach Köln gezogen, weil in Kassel ist mit Film ist es ein bisschen schwierig, um nicht zu sagen sehr, sehr, sehr schwierig. Bin nach Köln in ein WG-Zimmer gezogen und dieses Foto gefunden, mein Arbeitsplatz, und hier ein Plakat von Das Parfüm der Yvonne. Ein sehr, sehr, sehr schöner Film und auch sehr schönes Plakat. Ja, und dann bin ich irgendwann... Ja. Ja. Wir warten einen kurzen Moment für Fotos. Also mir war es eigentlich immer irgendwie recht gleich, was für eine Nationalität ich habe, also was da so auf dem Pass steht. Nur es war früher immer sehr nervig, weil man als Türke immer überall Visas braucht. So. Also das war immer sehr anstrengend. Und irgendwann passierte dann noch was. Ich hatte einen Kurzfilm und ich hatte eine Referenzförderung. Und sobald, da geht es dann gleich um ganz viel Geld. Und sobald es dann um irgendwelche Förderungen geht, die auch vom Staat kommen, rief mich dann, als wir das Geld abrufen wollten für einen nächsten Kurzfilm, rief mich aus dem Produktionsbüro jemand an und fragte: Sag mal, Sinan, ich fülle das gerade aus hier und das Geld wird eigentlich nur an Deutsche vergeben. Bist du Deutscher? Ich so, ja, meinte ich so. Trag mal da Ja ein und so. Und ich dachte, naja gut, bevor es irgendwann dann noch mehr Probleme gibt mit, was weiß ich, irgendwelchen Fördergeschichten und so weiter, habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt doch mal Deutscher. Und
Genau, und dann dachte ich mir, okay, dann fiel mir das halt ein, dass ich so dachte, so mein Gesicht neben dem Adler auf dem deutschen Personalausweis, das sieht ein bisschen komisch aus. Und so ist das irgendwie ganz nett, dass man so sieht, aus welchem Land ich gekommen bin. Deutscher geworden bin, genau. Genau, und dann durfte ich endlich 2007 meinen ersten Kinofilm drehen. Das war Er wird, ich will. Das ist so ein Setfoto. Genau, das hat sehr viel Spaß gemacht. War für mich das Größte auf der Welt, dachte ich, bis dahin zumindest das Allergrößte. Und also es ist nach wie vor groß, aber es, wie ich dann später erfahren habe, nicht das Allergrößte. Genau, das ist so ein Set-Foto hier mit der Sevgi Emine Özdamat, auch vielleicht vielen bekannt als Autorin, die da mitgespielt hat. Genau, bis ich dann 2009 meine Tochter bekommen habe. Ja. Die ist komplett made in Germany, so. Und dann habe ich erfahren, dass das das Allergrößte ist und nicht Film. So, und die ist jetzt gerade 2 Jahre geworden, die kleine Maus. Und das Handy. Genau, die ist 2 Jahre geworden. Hier ist noch ein Foto. Ja, prinzipiell 10 Minuten sind um. Kleiner Werdegang, was, wo, wie, warum. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Genau, so machen wir es. Vielen Dank. Sidan Akgüş, danke. So, damit uns noch ein bisschen Zeit bleibt, lassen Sie uns einfach aufs Podium gehen. Alle, die jetzt ein bisschen was über sich erzählt haben, lassen Sie uns Fragen beantworten, stellen. Hier gibt es so Namensschilder. Zunächst erstmal sind Sie dran. Haben Sie denn Fragen spontan? Ja. Saalmikro gibt es, glaube ich, auch. Ansonsten laut und deutlich. Hallo, vielen Dank für die sehr spannende Biografien. Ich heiße Emilia und ich bin Promotionsstipendiatin bei der Böll-Stiftung. Und ich komme aus Frankreich, von also einem sehr bunten Hintergrund. Beide meiner Eltern sind Migranten. Und als ich in Frankreich war, also ich bin in Frankreich geboren und da aufgewachsen, ich war an der französischen Schule. Und das hat, bis ich dann Frankreich verlassen habe, bis ich eigentlich festgestellt habe, dass ich französisch bin. Und in Frankreich war mir immer die Frage gestellt, woher kommst du? Und darauf habe ich ganz stolz geantwortet, ich komme aus, da sage ich also, meine Mutter kommt aus Martinique und mein Vater ist jüdisch-algerisch. Und das war nie klar, dass ich eigentlich sagen könnte, ich bin französisch. Und dann erst, als ich nach London ging, um da zu studieren, wurde mir die Frage gestellt und dann auf einmal war ich so, eigentlich französisch. Und ich hatte so stark diese Abwehr von der französischen Kultur und von der französischen Identität. Und hier bei euch, Ihnen, habe ich das eigentlich ein bisschen gesehen, aber ich möchte dann ein bisschen so mehr wissen, wie war das, hatten Sie so eine Zeit, wo einfach eine oder der Seite von der, also entweder die türkische Kultur oder die türkische Identität oder die deutsche Identität, die deutsche Kultur dann nicht akzeptiert wurde? Und da könnte ich das gut sehen bei Sinan Akgüş mit der Foto und die auf dem deutschen Pass, so mit, also die Fotos, die alle sehr witzig gefunden haben. So, ja, meine Frage wäre, haben Sie das gehabt? Und wie hat es sich dann ausgelöst und haben Sie dann diese hybride Identität, dann ist es dann selbstverständlich jetzt? So, danke schön. Also die I-Frage, die Gretchen-Frage, die Identitätsfrage, die würde ich auch ganz gerne diskutieren. Vielen Dank für diesen Anschluss. Sinan, Sie waren zum Beispiel in Kuba zwischendurch Austauschstudent, habe ich gelesen. Wenn die Leute gefragt haben, woher kommst du, was haben Sie dann geantwortet? Boah, sonst gibt es auch Mikro. Ich war in Kuba, ich war 6 Wochen da. Wir waren an der, genau, das war nicht so lang, wir waren an der Filmhochschule und da waren Kubaner und wir haben eigentlich mehr so gefeiert, als über unsere Identitäten zu reden. Es gab tolle Musik, Alkohol und so weiter.
Okay, trotzdem die Identitätsfrage zurück nach Deutschland. Hier wurden Sie wahrscheinlich öfter gefragt, woher kommst du? Brauchten Sie auch erstmal so das Drittlandabkommen, um für sich festzustellen, ja, ich komme aus Deutschland oder das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil meiner Heimat? Naja, definitiv. Also es ist so, deshalb finde ich das mit diesem Pass für mich halt auch so lustig. Also ich kenne die deutsche Kultur und Mentalität eigentlich jetzt wesentlich besser als die türkische, so, ja. Also ich kenne mich im Deutschen, ich kenne von türkischen Politikern so gut wie niemanden außer unseren Präsidenten und von Deutschen. Also ich kenne mich hier halt einfach wesentlich besser aus. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt immer so eine Definitionssache. Nichtsdestotrotz sage ich immer, ich bin Türke, so, ja. Also meine Eltern sind türkisch und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig und muss auch ganz offen sagen, keine Ahnung, ich finde es ja irgendwie ganz schwierig, so, ja. Aber mich interessiert es gar nicht. Und ich finde immer ganz schön, das sagen ja ganz viele, so gerade so im künstlerischen Bereich oder ich denke auch in anderen Bereichen auch. Also es ist halt einfach wirklich ganz, ganz toll. Ich merke das ja immer, ich habe diese ganze Humorpalette im Türkischen und ich habe das ganze Humoristische im Deutschen und man profitiert einfach davon und im Filmbereich ganz genauso. Oder ich kenne auch diese ganzen Welten des Türkischen, die ganzen Welten des Deutschen und so. Und es ist einfach toll und halt auch zwei Sprachen alleine schon so zu sprechen und so. Man ist halt einfach, keine Ahnung, man ist beides einfach. Ja. Ich würde gerne die Frage einfach weitergeben. Sie sagten, man profitiert davon, man hat zwei Kulturen, zwei Sozialisationen, zwei Mentalitäten in sich. Aber das sieht man als Jugendlicher, glaube ich, nicht immer so als Plus. Das dauert manchmal. Es gibt Zeiten, wo man das auch als Manko empfindet. Wie war es bei Ihnen? Ja, natürlich kommt man hier als Gastarbeiterkind. Man fühlt sich in den ersten Jahren immer als Gastarbeiterkind, als einer. Und das Gefühl bekommt man ja auch von dem Umfeld. Also man hat mich nie, auch nach 38 Jahren, man hat mich nie als Deutscher hier gesehen. Vor allem meine engsten Freunde, meine engsten deutschen Freunde, wenn Türkei gegen irgendein Land spielt, ihr habt wieder verloren oder ihr habt gewonnen. Ne? Also ich habe weder Deutschland, obwohl ich seit mittlerweile über 21 Jahren den deutschen Pass habe. Aber ich denke, für mich kommt jetzt die Phase, seit einigen Jahren sehe ich mich als Person nicht mehr als der Türke in Deutschland, sondern als der türkischstämmige Deutscher. Nachdem ich festgestellt habe, obwohl ich 14 Jahre meines Lebens in der Türkei verbracht habe, weiß ich jetzt, ich werde nie wieder in dieses Land zurückkehren. Wenn überhaupt, dann so wie meine Mutter jetzt tut, vielleicht für 3 Monate im Jahr in der Türkei, um dort Urlaub zu verbringen. Aber ich sehe nicht Deutschland, sondern Berlin als mein Heimatort. Also Berlin ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die mir wahnsinnige Möglichkeiten angeboten hat, die mir Glück gebracht hat als Person. Und deswegen, also ich denke, vielleicht ist das richtig, das so zu bezeichnen, mein Vaterland ist Deutschland und im Türkischen sagen wir Mutterland für Vaterland. Mein Mutterland ist Türkei. Vielleicht wäre das der richtige Begriff für meine Generation jedenfalls. Lassen Sie uns die Frage gleich weitergeben. Wie ist das bei Ihnen, Herr Isfin? Welche Identität tragen Sie in sich? Was sagen Sie anderen, wenn Sie gefragt werden? Ich denke, die Frage der Identität ist, so wie wir das heute Vormittag gesagt haben, was ist Deutsch, ist schon an sich bereits etwas typisch Deutsches. Ich denke auch, die Frage, was ist deine Identität, ist in meinen Augen auch genau das, was ein bisschen uns einfach verkrampft, einfach so nach dem Motto, du musst dich jetzt entscheiden, welche Identität und warum hast du das. Also ich denke, eine Identitätsfrage ist in meinen Augen praktischer zu lösen. Man muss sich identifizieren einfach mit dem Umfeld, in dem man lebt. Ein Schlüsselergebnis, eines der schönsten Erlebnisse, die ich aus meiner Schulzeit mitgenommen hatte, war, ich war in der 12. oder 13. Klasse, wir hatten Deutscharbeit geschrieben, ich hatte 14 Punkte, da sagt ein bester Freund zu mir, hey Türke, du hast uns wieder die Noten geklaut. Also das ist etwas, ein Zeichen, und da war die Deutschlehrerin natürlich schockiert, weil sie dachte, das wäre wirklich was Ausländerfeindliches. Aber das ist für mich ein Zeichen, dass ich einfach bei meinen deutschen Freunden angekommen bin. Und da geht es auch gar nicht mehr darum, ob ich jetzt wirklich mich zu der türkischen Identität bekennen soll oder nicht. Ich sehe mich einfach in der Situation verantwortlich für einen besten Umgang einfach mit den Menschen, die mir am nächsten sind, in meinem Umfeld. Das ist jetzt meine Universität, das ist mein familiäres Umfeld, soziales Umfeld.
Und ich tue mein Bestes dafür, dass auch Menschen sich in ihrem Umfeld selber wohlfühlen. Und dazu gehört natürlich Bildung, Sprache, auch Geschichte, all das gehört zusammen. Aber ich denke, man muss sich jetzt nicht irgendetwas hineinzwängen. Das ist einfach auch nicht realistisch. Das ist eine Scheindiskussion in den Köpfen. Entscheidend ist, wie man in dem eigenen konkreten Lebensumfeld zurechtkommt, dass man zurechtkommt. Felix Pollert, bei Ihnen hatte ich den Eindruck, dass das Türkischstämmige in Ihrer Familie Sie sensibilisiert hat, auch für Themen jenseits der Umwelt, wenn ich sehe, wo Sie heute aktiv sind. Welche Rolle hat es für Sie in Ihrer Kindheit gespielt, so mehrere kulturelle Identitäten zu haben? Also im Grunde genommen, bis ich Landtagsabgeordnete wurde, eigentlich gar nicht. Ich habe Kommunalpolitik gemacht, das war in den 90ern, also meine Mutter hat zwar viel Ausländerpolitik gemacht, die hat auch, also als Deutsche, den Ausländerbeirat gegründet, aber ich habe, wie gesagt, viel mehr Umweltpolitik gemacht als junge Frau oder Jugendpolitik. Und ich wurde nie in der Schule mit meinem Migrationshintergrund konfrontiert, weil ich aufgewachsen bin in diesem Umfeld. Ich hatte ja auch keine Hürden. Ich bin ja als Akademikerkind groß geworden, also keine Sprachbarrieren, gleich Gymnasium. Ich hatte nicht das Problem, dass ich auf die Förderschule oder Sonderschule abgeschoben werde. Mein Vater war halt Arzt, der war halt also sofort auch in diesen gesellschaftlichen Prozessen drin, weil alle Patienten zu ihm gekommen sind, ob deutsch oder türkisch. Und erst als ich wirklich dann Landtagsabgeordnete wurde, haben die Medien mich nicht zu einer Migrantin gemacht oder die anderen Abgeordneten, sondern eigentlich meine eigene Partei, indem sie, was Kenan Kollat gesagt hat, ich bin nachgerückt, du kannst die Migrationspolitik bekommen. So gleich vorweg, ich mache gerne Migrationspolitik, aber es war so faktisch klar, ich habe einen Migrationshintergrund, ich mache das. Und da merkte ich, ich muss jetzt diese Karte stärker spielen, weil ich als Vorbild gesehen werde. Werde ich ja auch vielen jungen Leuten oder auch von der türkischen Community, werde ich angesprochen für diese Themen, für ihre Probleme. Das mache ich auch, ich bin da auch sensibilisiert für, weil ich natürlich die Geschichten auch kenne. Mit Ausländerbehörden, mit Aufenthaltsrecht, ne, durch meinen Vater, weil er sozusagen natürlich als Arzt auch Seelsorger war, bin ich dafür sensibilisiert. Aber es war wirklich erst, als ich mit 25 in den Landtag gekommen war. Vorher war das kein Thema, auch bei meinen Freunden nicht. Die sind ja mit mir aufgewachsen, die sind mit mir in Urlaub in die Türkei gefahren. Also ich habe meine Freundinnen alle mitgenommen. Die sind genauso in dem Dorf, wo wir unser Ferienhaus waren, groß geworden. Die sprechen nicht besser türkisch als ich, aber die sprechen auch mittlerweile ihr gebrochenes Deutsch-Türkisch. Also von daher habe ich gleich alle mit integriert. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Als Sie dann nach Istanbul gingen, wie Sie uns erzählt haben, an die Uni, um einen Türkischkurs zu belegen und dann wieder zurück nach Deutschland kamen, was hat das mit Ihnen gemacht, diese Zeit? Hat das nochmal Sie ein bisschen neu geprägt, diese Erfahrungen und Eindrücke, die Sie gesammelt haben? Hat das was mit Ihrer Identität gemacht? Eigentlich nicht, weil ich, wie gesagt, regelmäßig in der Türkei war, also jedes Jahr auch viel meine Familie besucht habe. Aber es war wirklich für mich ganz wichtig, dass ich diese Sprache nicht nur, ich bin immer noch nicht perfekt in der türkischen Sprache, würde ich nie behaupten, aber ich konnte sie wenigstens auch schreiben. Wenn man natürlich hier in der Türkei aufwächst, das merke ich bei ganz vielen jungen Leuten, die sich auch bei mir bewerben, die können zwar vielleicht auch viel, viel besser Türkisch sprechen, aber wenn es dann an die Schriftsprache gibt, wenn man es eben in der Schule nicht hatte, dann kann man seine eigene Muttersprache oder Vatersprache nicht schreiben. Und das habe ich natürlich in diesem Sprachkurs, der war ja nicht lange, 3 Monate gelernt, zu schreiben und sprechen. Und das war für mich dann auch schöner, weil, wie gesagt, Kommunikation ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch weil in dem Alter fängt man natürlich an, auch politische Themen zu diskutieren, auch mit den Verwandten und nicht nur, wie geht's dir und wie war der Urlaub jetzt in Antalya, was habt ihr gemacht, was machst du, also dieses Umgangssprachliche, sondern man fängt natürlich auch an, andere Themen zu besprechen und da braucht man natürlich ein breites Vokabular und auch die, die Schriftsprache, dass man die besser versteht. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Bitte. Ja, also mich würde interessieren, also wir haben ja Sie auch ausgesucht, weil Sie natürlich diesen Vorbildcharakter haben. Also vielleicht die Einzelnen sehen es unterschiedlich, aber es ist definitiv so. Und die Gesellschaft braucht einfach auch diese Vorbilder, vor allem auch die junge Generation. Und trotz allen schönen und guten Stories gibt es Barrieren.
die man überwinden. Vielleicht in deinem Fall, Felix, du hast gesagt, die ist erst dein Migrationshintergrund, erst durch deine Partei, nachdem du schon diesen Erfolg erzielt hast, klar geworden. Aber die anderen haben zu unterschiedlichen Phasen irgendwelche Barrieren überwunden. Und mich würde interessieren, welche Barrieren waren das und vor allem auch, wie haben Sie sie überwunden? Das würde mich interessieren. Also klar geworden nicht. Ich weiß, dass ich Migrationshintergrund, aber es war alles selbstverständlich. Also es war für mein Umfeld selbstverständlich, für meine Familie. Also das hat wirklich keine Rolle gespielt. Ich glaube, es spielt sehr oft eine Rolle, wenn man diese Barrieren hat. Und das ist ja das. Probleme werden sehr stark ethnisiert. Wenn man kein Problem hat, wird man nicht ethnisiert. Eine ganz große Barriere ist sicherlich die Sprachbarriere. Das haben wir jetzt auch schon bei mehreren gehört. Nihat Zorgic, vielleicht können Sie aber ein bisschen darauf antworten, auf diese Frage, welche Barrieren, die schulische sicherlich, die sprachliche, war eine ganz große Hürde, wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, woher kam bei Ihnen diese Wissbegierigkeit, dieser Wissensdurst und dieses Streben nach, ich will's schaffen? Haben Sie familiäre Unterstützung dafür bekommen? Wenn ich Sie recht verstanden habe, war Ihre Familie nicht so präsent für Sie da? Nein, also ich muss zugeben, meine Mutter ist Analphabetin, mein Vater ist nie zur Schule gegangen. Er hat das Lesen und Schreiben erst beim Bund, also beim Militär gelernt. Also irgendwann mal zwar, er konnte gerade noch die Überschrift einer großen Zeitung, türkischen Zeitung, lesen. Aber was mich eingeprägt hat, als ich weiß nicht in welchem Alter, 17, 18 war, gab es Tag der offenen Tür bei Siemens, wo er mich mitgenommen hat. Er war als Heizer dort, war in so einem Riesenraum, wo die Heizkessel waren, alles schwarz, der Boden dreckig, Öle, Fette. Und da hat er mir gesagt, Junge, guck mal, in was für Arbeitsumfeld ich hier arbeiten muss. Wenn du willst, in einem besseren Umfeld arbeiten zu wollen, dann tu was. Ich hatte nicht die Gelegenheit, zur Schule zu gehen, vernünftige Ausbildung zu genießen. Du hast die jetzt hier, mach das Beste draus. Ich denke, das hat mich geprägt. Das war für mich ein Zeichen. Ich wusste definitiv in dem Moment, ich möchte nicht als Nachfolger meines Vaters in dieser Firma, in diesem Ort arbeiten. Das hat mich geprägt. Geprägt hat mich natürlich auch der Zustand, dass ich mich immer selber unter Druck gesetzt habe, weil ich mir gesagt habe, du musst hier weiterkommen. Du hast keine Alternative. Entweder bist du besser als die anderen, damit du hier Arbeit findest oder irgendwie deinen Lebensunterhalt gewinnst oder verdienst, oder du tauchst ab. Und dadurch, dass ich schon in der Türkei bei Großeltern, als ich bei Großeltern war, musste ich hier um 8 zur Schule. Ich wurde um 5 geweckt und durfte schon arbeiten, indem ich jeden Morgen 20 Simit, Sesamringe, verkaufen durfte und 2 Lira verdient habe. Das eine Lira habe ich Opa gegeben, das andere Lira durfte ich für mich behalten. Davon habe ich 50 Kurusch in eine Büchse reingetan, um zu sparen. Und am Wochenende habe ich auch gearbeitet. In den Ferien, in diesen 3-monatigen Schulferien, war der Opa auch der Meinung, ich sollte nicht auf der Straße bei 40, 35 Grad Temperaturen rumgammeln. Ich sollte arbeiten gehen, hat mich irgendwo untergebracht beim Schneider oder in einem Restaurant als Kellner oder Abwäscher. Also ich habe immer gearbeitet. Als ich nach Deutschland kam, auch mit 16, durfte ich den Tagesspiegel, die Morgenpost, jeden Freitag, Samstag in die Briefkasten werfen und am Wochenende auch auf dem Markt arbeiten. Also die Arbeit hat mir nie ausgemacht, deswegen fiel mir das gar nicht so schwer. Also ich arbeite immer noch durchschnittlich, muss ich zugeben, 60 Stunden im Durchschnitt. Das geht nicht anders. Aber wenn Sie nochmal zurückblicken und das Thema Barrieren Revue passieren lassen, welche würden Sie da nennen? Ja, die Barriere, dass man immer das Gefühl bekommen hat, man ist Fremdkörper in einem Land. Das war für mich eine, sagen wir, nicht eine Barriere, die man gesehen hat, aber eine Barriere, die man gespürt hat auf psychologischer Ebene. Eine Barriere, die dieses Umfeld jemanden vermittelt hat, wo man das Gefühl hat, Fremdkörper in einer Gesellschaft zu sein. Als junger Mensch hat mich das öfter gestört, wenn meine türkischstämmigen Freunde gesagt haben, also da wollen wir nicht hin, die lassen uns nicht rein, weil wir Türken sind. Das sind die Hindernisse, die Barrieren, wo man das Gefühl bekommt,
nicht ganz angekommen zu sein, nicht ganz so dazugehörig sich fühlen zu dürfen. Das sind die Barrieren, die in den Köpfen waren. Ansonsten, ich persönlich kenne keine Barrieren. Sinan Akkusch, kennen Sie Barrieren heute? Gibt es manchmal Situationen, in denen Sie sich einfach nicht dazugehörig fühlen hier? Ja, ich habe ja jetzt auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, was sind da die Barrieren. Also ich glaube, früher war es so, ich hatte ja vielleicht das Glück, dass ich in Kassel in einem Vorort, in einem kleinen Ort, also ich war da schon sehr gut integriert, so ja, also auch so in der Gemeinde und all sowas. Also da gab es jetzt eigentlich nicht wirklich Barrieren. Klar gab es, was weiß ich, ich bin dunkel und dann sagt man auch mal, hey, du Neger oder wie auch immer. Also so, klar, kommt vor, wobei man jetzt sagen muss, Personen, die dick waren, denen hat man auch gesagt, hey, du Dicker oder was weiß ich, fette Sau oder sonst was so. Vielleicht, also insofern ist es, also ich habe das jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht als rassistisch, also ich fand das jetzt schon alles irgendwie sehr ausgeklügelt. Ich hatte so gesehen jetzt keine Barrieren. Ich habe mich selber auch nicht so als Ausländer gesehen oder die ganze Zeit gefühlt. Ich glaube, was eine Barriere war, so und ich weiß nicht, ob es für viele anderen auch so war, ist halt einfach, dass man keine Unterstützung von zu Hause hatte. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern das war einfach so. Also meine Eltern können kein Deutsch, gar nichts. Die gehen nicht zu Elternabenden, die wissen nicht, was ist los, wo geht der in die Schule, ja, nein, wieso, warum. Also diese ganze Unterstützung von der Seite, man musste sich das alles irgendwie selber erarbeiten, so ja. Also ich habe mich selber meine Briefe geschrieben und habe mich in Kursen hochstufen lassen. Also hiermit wünschen wir, dass unser Sohn Sinan Akkusch in Chemie hochgestuft wird und dann von meiner Mutter den Namen so geschrieben solche Sachen. Also davon haben meine Eltern überhaupt nichts mitbekommen und es war natürlich zu der Zeit war ja so diese Angst vor den Lehrern, wenn die Lehrer was sagen und dieses Autoritätsgefühl so, das war irgendwie halt so sehr groß. Also das so zu der Zeit, ich glaube, das war zu der Zeit so eine Barriere oder das war es, was schwer gemacht hat. Und heute, klar, jetzt hat man im Filmbereich, Selma Peuders sitzt hier vorne auch als Schauspielerin und Regisseurin. Und heute sind es ganz andere Barrieren geworden, so, ja. Also jetzt sind es nicht mehr die, dass man in der Bahn angepöbelt wird oder sonst was, sondern man muss sich beruflich halt schauen und muss sich irgendwie halt so, also man muss gegen gewisse Vorurteile ankämpfen und sonst was. Also genau sowas. In einem Drehbuch hatte ich eine türkische Figur drin, die Gedichte schreibt und ansonsten war da überhaupt sonst nichts Türkisches. Also es war ein Türke, aber der hat halt Gedichte geschrieben und wollte ein Gedichtband rausgeben und da sagt die Redakteurin von dem Fernsehsender, sagt zu mir, aber warum ist der Türke? Da sage ich, ja, wieso? Da sagen sie, ja, also der hat so gar nichts Türkisches, so, ja. Und das ist halt nach wie vor, wenn türkische Sachen sind, dann sollen die jetzt nicht sowas machen. Also das sind so Barrieren, die man heute hat. Wahrscheinlich auch Rollenangebote. Sie würde man jetzt nicht als Dr. Brinkmann in der Schwarzwaldklinik sozusagen inszenieren und einsetzen, oder? Na, Schwarzwaldklinik würde passen, aber Brinkmann halt nicht. Ne? Also Stigmatisierung. War kein Witz. Ja, richtig, genau. Also ich bin jetzt nicht als Schauspieler sehr aktiv, sondern mehr in diesen anderen Bereichen. Aber da leiden türkische Schauspieler sehr drunter, dass sie halt nicht einfach mal einen Richter spielen oder sowas, sondern halt immer türkisch-spezifische Rollen bekommen. Und die kennen wir ja. Kopftuch aufsetzen, klar. Mhm. Noch eine Frage, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Uşur Nergis und ich wollte Sinan Akkusch noch mal fragen, wie das dazu kam, dass er in die Filmbranche kam. Denn ich meine, die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, die es schaffen zu einem Studium, machen dann Prestigestudiengänge wie Medizin, Jura und ja. Oder Ingenieur. Ja, die habe ich nicht geschafft, diese Studiengänge.
Also und deshalb zum Film. Es war so, ich war mit 16 war ich in ein deutsches Mädchen verliebt, wie man das damals so nannte. Heute eigentlich auch noch. Verknallt, verguckt. Und die war in einer Theatergruppe, hat sie gespielt und ich hatte sie noch nicht von mir überzeugen können und dachte, ich gehe auch mal in die Theatergruppe, dann bin ich bei ihr und vielleicht kann ich sie dann von mir überzeugen. Und bin wegen ihr in eine Theatergruppe gegangen und habe dann da gespielt, angefangen zu spielen. Und ich hatte aber so ganz tolle Regisseure und dachte mir irgendwie, also ich bin eigentlich da rein, um das Mädchen zu erobern, aber irgendwie dachte ich mir, ist aber irgendwie auch nett und cool hier so. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen und weil es ist völlig richtig, so familiär gesehen und sonst was ist da rein, gar nichts, null, nada, niente. Ja, okay. Und was sagten Ihre Eltern dazu? Ja, und also wegen ihr kam dann auf jeden Fall so der Gedanke dahin. Und dann wollte ich auf eine Schauspielschule, habe mich auch beworben in Saarbrücken und bin hingegangen, habe vorgesprochen als Schauspieler. Dann sagte der eine Professor, soll ich ganz ehrlich mit Ihnen sein? Dann sage ich, ja, klar. Sagt er, es gibt noch so viele schöne andere Berufe. Ja. Habe ich gesagt, ja, ich schaue mich da mal um. Ja. Und dachte, okay, so. Und dann habe ich in Kassel erfahren, dass es in Kassel visuelle Kommunikation Schwerpunkt für den Fernsehen gibt, wo es auch eine Aufnahmeprüfung gab, habe mich da so beworben. Und das Studium in Kassel war jetzt nicht sehr hart und ich habe gejobbt nebenbei. Also es war so ganz klassisch, wie sehr viele so während des Studiums gejobbt. Aber ich habe auch schon sehr früh angefangen, viel zu arbeiten und zu jobben nebenher und habe während des Studiums gejobbt nebenbei. Und was meine Eltern dazu sagen, also bei mir ist es so, mein Vater gibt es schon seit langem nicht mehr, der ist hat sich verabschiedet, als ich 11 war. Und meine Mutter, die hatte mal bei einer Theateraufführung, das ist ein klein wenig lustig eventuell, da war der Kommilitone, der auch auf dem Foto mit drauf war, wo wir beide, so er auch Regisseur, und ich hatte eine Theateraufführung, das mochte meine Mutter immer ganz toll, ihren Sohn auf der Bühne zu sehen, auch wenn sie es nicht verstanden hat, haben alle Leute gelacht, das fand sie super und ich auf der Bühne. Und nach dem Stück stellte sich der Freund meiner Mutter vor und sagte so, ich heiße Joachim, ich studiere mit ihrem Sohn zusammen. Das hat sie anscheinend verstanden, den Satz. Und dann sagte sie, was, mein Sohn studieren? So, ja, da war ich auch schon im fünfte, sechste Semester. Und wenn ich ihr das heute noch so erzähle, ich sag so, Mutter, ich sag denen halt, könntest du von links nach rechts gehen und so, weil sie denkt, naja, die machen ja alles, also was ist die Aufgabe eines Regisseurs? Und aber ich glaube so ganz, ganz langsam, dass ich da auch so das Buch schreibe und sonst was, so ganz langsam versteht sie, was ich da mache. Und stolz, ja, manchmal sagt sie immer, wenn ich pleite bin, sagt sie, du hast doch mal angefangen, Lehramt zu studieren, wärst du doch mal Lehrer geworden, das ist doch so ein schöner Beruf und warum und so. Da sage ich, ja, Mutter, warte, irgendwann geht's ja auch wieder bergauf und so. Ja. Hat das nun mit dem Mädchen geklappt oder nicht? Ach so, ja, das ist die spannendste Frage. Hat es mit dem Mädchen geklappt oder nicht? Ja, hat es gehabt. Das war meine erste Freundin. Wir waren ein paar Jahre zusammen und sind es nicht mehr. Aber sie ist jetzt, lustigerweise ist sie Lehrerin geworden. Hat, ach so, ja. Sie ist Lehrerin und hab dann erfahren, dass sie den Evet, ich will, jetzt in ihrer Schule immer fleißig zeigt und so. Ist mir als erster Hochschulprofessor mit türkischer Herkunft in Deutschland im juristischen Bereich, so war es, ne? Sehen Sie sich tatsächlich ein bisschen als Vorbild auch für türkischstämmige Studenten? Das wurde Ihnen ja so gesagt. Du bist jetzt auch für die ganz wichtiger Ansprechpartner. Ist es in der Praxis tatsächlich so? Sehen Sie sich als solcher? Also in diese Rolle werde ich nollends wollends gedrängt. Also ich habe keine andere Wahl. Ich bin sozusagen für die als, gelte für die als Vorbild, weil ich das sozusagen geschafft habe. Mein Vater war auch auch ganz einfacher Arbeitnehmer. Das heißt, deckt sich mit dem Profilbild, was es im Ruhrgebiet so alles gibt. Insofern, wenn du das aus einer Arbeitnehmerfamilie geschafft hast, hast du das auch geschafft. Ich sehe mich aber weiterhin, weil viele sagen auch, das ist ja der türkische Professor.
Das gefällt mir nicht. Also die Rolle, in die ich da hineingezwängt werde, gefällt mir nicht so ganz. Ich fühle mich eben nicht als türkischen Professor, sondern eben als einen deutschen Professor. Und was antworten Sie dann? Machen Sie das genauso? Ich sage da, ich lächle darüber hinweg, so gut ich kann, und sage, ja, natürlich, also für die türkischen Jugendlichen ist natürlich wichtig, dass man da diese Erfolgserlebnisse vermehrt dann hat. Und ich wünsche mir sehr viele Nachfolger, sage ich, dann hat im Munteren die auf. Aber so in die wirkliche Vorbildrolle will ich mich da irgendwie auch nicht hindringen lassen. Ich bin im Übrigen, auch wenn sich die Karriere so ein bisschen anders zeigt, auch kein Vorbild, was ein Jurastudent eigentlich ableisten müsste, um erfolgreich zu sein. Ich war in der Hinsicht eher unkonventionell in meiner Arbeitsweise. Wo ich vielleicht ein Vorbild sein kann, ist einfach, dass man sich ein Ziel setzt und in Richtung dieses Ziels arbeitet. Also mein Schlüsselergebnis, wenn wir jetzt von Barrieren gesprochen haben, mein Schlüsselergebnis in Deutschland war das, dass 1999 ich in eine Fußgängerzone gelaufen bin und neben mir zwei ältere Herren wieder sich da unterhalten haben und gesagt haben, wo kann ich denn hier jetzt gegen die doppelte Staatsbürgerschaft unterschreiben? Diese Unterschriftsaktion in Hessen, ich komme ja aus Frankfurt, diese Unterschriftsaktion. Und das ist etwas, was einen jungen Menschen damals, also keine 20, also knapp über 20, einfach umhaut, weil man gar nicht damit rechnet, dass ganz normale Leute, die in einem herlaufen, einfach mal gegen etwas unterschreiben möchten, wovon sie auch gar nicht mal was verstehen. Hauptsache etwas gegen die Türken sozusagen. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt will ich mich auch politisch engagieren. Ich war auch Gemeindevertreter, Kreistagsabgeordneter, habe ich alles aufgegeben. Nachdem ich geheiratet habe, war einfach keine Zeit mehr. Die Frage des Vorbildes ist einfach so, meine Erfahrung ist die, als Türke oder als Hochschullehrer, Türkische, egal wie Sie es jetzt bezeichnen, es kommt letztlich, auch so bitter sich das auch anhört, auf den Erfolg an. Hat man Erfolg, hat man Anerkennung. Hat man keinen Erfolg, hat man es doppelt und dreifach schwer. Und das ist so mein Rat an die türkischen Jugendlichen, die dann sagen, wenn ihr erfolgreich seid, dann können die Leute euch einfach eure türkische Identität oder Kultur, was auch immer, nicht mehr vorwerfen. Das ist dann für die sowas von peinlich, euch zu benachteiligen, nur weil ihr Türken seid. Aber ihr müsst dafür auch diesen Erfolg auch haben. Und das ist leider immer nicht selbstverständlich. Aber viele aus dem türkischen Kulturkreis, die haben natürlich in diesem Umstand, dass sie benachteiligt, diskriminiert werden, natürlich auch eine willkommene Ausrede. Also wenn sie es einfach nicht schaffen, dann, ja, ich werde benachteiligt, weil. Also ich würde mal sagen, über 50-60% der Fälle trifft das so nicht zu, sondern es fehlt einfach an der Leistung, die es dann gibt. Wenn es die gibt, würde ich mal sagen, sind es keine durchschlagenden Barrieren, die es nicht zu überwinden gelten könnte in Deutschland. Daran glaube ich einfach nicht. Bitte, kleiner Einwand. Ein Mikrofon. Ich stimme Ihnen zu, aber es kommt drauf an. Ich meine, Sinan und ich und die anderen Kollegen im Bereich Film und Fernsehen, überhaupt Kultur, wir sind da schon ein bisschen benachteiligt. Also ich denke, dass gerade so Industrie und so, die sind viel schlauer, weil es ja auch ums Geldverdienen geht. Da gucken sie, wer ist gut. Türke, Grieche, Jugoslawe, ist egal. Der wird durch seine Arbeit Geld einbringen, ja? Und dann wird der genommen, auch sogar in Krankenhäusern und so ist es auch schon besser. Aber im Kulturbetrieb ist es wirklich schwierig. Also wie Sinan vorhin erzählt hat, ich erzähle euch eine kurze Anekdote. Ich habe den letzten Film gemacht über die Berliner Mauer. Und meine Redakteurin fragte mich, was ich für einen Kommentartext zu dem Film schreibe. Und ich habe gesagt, ich will keinen eigenen Text schreiben. Ich habe hier eine Kurzerzählung von Franz Kafka vor dem Gesetz und das passt genau rein zu diesem Film und diesen Text möchte ich benutzen. Und da guckt sie mich an, ja, Kulturredaktion, ich bitte euch, und sagt, wie kommen Sie denn zu Kafka? Also ich meine, solche Sachen erleben wir, es tut mir leid. Also wie er sagt, also ja,
Und also ich meine, es gibt natürlich, was Erfolg angeht, ist absolut richtig. Ich kann mich erinnern, als Fatih seine ersten Filme gemacht hat und die ersten Preise ankamen und er wirklich immer erfolgreicher wurde. Am Anfang hieß es der türkische Regisseur Fatih Akın. Und jetzt sagt man nicht mehr der türkische, sondern der Regisseur Fatih Akın. Ja, also insofern ist es schon richtig. Aber ich denke, gerade im Bereich Film und Fernsehen ist sehr viel nachzuholen. Und ich finde auch, ich habe das heute Vormittag schon gesagt, da müssen wirklich gerade die Fernsehanstalten noch sehr viel machen, sich verändern und offener sein. Für die männlichen Schauspieler in diesem Bereich wird es ein bisschen besser. Die müssen jetzt nicht nur Kleinkriminelle spielen, sie dürfen jetzt auch Kommissare sein. Und es gibt jetzt inzwischen, glaube ich, auch 2-3 junge Türkinnen, die im Kommen sind, die dürfen auch Kommissarinnen sein. Aber sonst ist es nicht einfach. Absolut, da wird es bestimmt noch ein paar Jährchen dauern. Das ist noch sehr homogen deutsch, auch was das Redakteurswesen in Film und Fernsehen betrifft. So, jetzt gibt es noch ein paar Nachfragen. Ich weiß nicht, wie lange wir überziehen dürfen. Ich kriege ein Zeichen. 3 Minuten? Oh Gott, na gut. Bitte, schnell. Hier, jetzt haben Sie das Mikrofon. Gut, wir sammeln ein bisschen. Sie und dann... Bitte Sie. Okay, ich will eigentlich was anderes fragen, aber vorher wollte ich auch noch mal meiner Vorsprecherin zustimmen. Ich denke auch nicht, dass es so einfach ist mit der Formel, man ist erfolgreich, man bringt Leistung und dann gibt es die Anerkennung. Ich erinnere mich an ein Interview mit Professor Bassam Timi von der Universität Göttingen, der auch ein relativ renommierter und international anerkannter Professor ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben international. Und er hat auch berichtet, trotz dieser Leistung, die er bisher gebracht hat und auch eigentlich eine internationale Anerkennung erhalten hat, dass er so viele Erfahrungen gemacht hat mit ethnischer Benachteiligung, mit Stigmatisierung, dass das eben nicht immer hinhaut, dass man, wenn man erfolgreich ist, in Anführungsstrichen Leistung in dieser Gesellschaft bringt, damit gleichzeitig sozusagen auch die Anerkennung in dieser Gesellschaft hat. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, das ist vielleicht die andere Seite der Frage, was Herr Meskena eingebracht hat, also die Barrieren. Mich würde interessieren, was sind die Ressourcen oder was waren die Unterstützungen? Denn wir haben ja hier Leute, die eigentlich einen Bildungsaufstieg erreicht haben oder auch eben bestimmte Aufstiegskarrieren hinter sich gebracht haben. Ich selbst habe auch Biografien von bildungserfolgreichen Migrantinnen untersucht und da ist ein interessantes Ergebnis aufgefallen, was Herr Akkusch gesagt hat, dass die familiäre Unterstützung ja oft gefehlt hat. Und die Ergebnisse meiner Studie zeigen eigentlich, dass es eher die Familie war, die die unterstützende Ressource war für den Bildungserfolg. Das sind aber Ressourcen, die nicht, will ich mal sagen, auf den ersten Blick erkennbar sind. Also Ressourcen wie zum Beispiel, dass eine türkische Mutter, die selbst Analphabetin ist, ihre Tochter von allen Haushaltspflichten befreit, damit sie sich sozusagen voll und ganz auf die Schule konzentrieren kann. Sie immer motiviert sozusagen, diesen schweren, steinigen Weg doch voranzugehen. Also es sind andere, will ich mal sagen, Bildungsunterstützungen als diese typischen mittelschichtorientierten deutschen Bildungsleistungen, die Familien leisten. Und das war einfach mal interessant zu erfahren, dass das hier anders gesehen wird. Und meine Frage ist jetzt auch nochmal, was waren auf Ihrem Weg eigentlich die Unterstützung, die Sie erfahren haben oder Ressourcen, die Ihnen geholfen haben, eben diesen Karriereweg oder diesen Aufstieg zu erreichen? Herzlichen Dank erstmal für die Frage. Wir sammeln. Ich schreibe alles mit. Keine Angst, geht nicht verloren. Bitte. Ja, bei mir hat sich auch ganz viel Widerstand geregt gegen diesen Leistungsmythos. Also ich finde, das stimmt einfach nicht. Leistung ist nicht gleich Erfolg, ist nicht gleich Aufstieg. Das wissen wir durch viele, viele Studien. Ich will die jetzt nicht rezitieren. Das weiß man einfach. Ja, also, dass es einfach an bestimmter Stelle Barrieren gibt, gerade in gehobenen Positionen, wo der falsche Name oder das falsche Foto schon
sozusagen die Karriere beenden kann. Es ist gut, dass es andere Beispiele gibt, dass wir Leute haben, die auch Erfolg haben, aber es gibt einfach auch diese Barrieren und das darf man irgendwie nicht wegreden mit dem Argument, wenn man Leistung bringt, dann wird es schon irgendwie fruchten, tut es nicht immer. Das muss man natürlich auch immer im Blick haben. Und dann wollte ich noch eine Frage stellen an Herrn Akkusch wegen dem Film Evet, ich will. Also ich habe den Film vor kurzem erst gesehen und fand, dass dort viele Klischees auch reproduziert werden. Und ganz speziell diese eine Szene, wo Vater, Mutter und ältere Tochter aufstehen und beten gehen. Das ist eine Situation, die weder in der Form noch sonst irgendwie jemals vorkommen kann. Ja, also nach meiner Lebenserfahrung passiert das so einfach nicht. Da ist einfach ein Klischee, das genommen worden ist und auch nochmal überzeichnet worden ist. Und meine Frage wäre, man kann natürlich damit auch spielen und damit arbeiten, aber die Frage ist, ist es nicht eigentlich sinnvoller, wenn man gerade kulturschaffend ist, solche Klischees zu nehmen und aufzubrechen? Und genau, das wär's. Gut, danke. Und dann hatten wir hier noch eine Frage auf der anderen Seite. Ja, ich finde die Frage nach den Ressourcen eigentlich auch eine entscheidende Frage. Aber bevor die beantwortet werden kann, wollte ich doch nochmal auf die Barrieren zurückkommen, weil das hat sich ja doch einiger Protest jetzt geregt nach Ihren Ausführungen, Herr Isfin. Da möchte ich auch nochmal anknüpfen, weil ich bin Lehrerin und Lehrerfortbildnerin und wir haben in Berlin gerade im Hauptpersonalrat ganz viele Beschwerden von jungen, vor allen Dingen türkischstämmigen Lehrerinnen, die sich beschweren über fortgesetzte Diskriminierung in der Schule. Und zwar jetzt nicht in den Klassenzimmern, sondern in den Lehrerzimmern. Und da gibt es viele ganz konkrete Beispiele, die das ausdrücken, wie jetzt eigentlich diejenigen, die es schon geschafft haben in unserem Verständnis, nochmal ausgebremst und ausgegrenzt werden. Das ist das eine. Und das andere, meine Frage auch an Sie, wie erklären Sie sich denn, wenn es keine Barrieren gibt oder eben, ja, wie auch immer, die klein gehalten werden, die Ergebnisse, die PISA-Ergebnisse? Die Ergebnisse, die zeigen, dass ein unheimlich hoher Prozentsatz an Kindern, Jugendlichen mit Migrationshintergrund genau im internationalen Vergleich, auch in der Bundesrepublik Deutschland, es nicht schaffen. Gut, vielen Dank. Jetzt klappern wir das nochmal ein bisschen ab. Es ging erstmal um die Bildungsunterstützung, die Ressourcen, nach denen nochmal gefragt worden ist, von der Familie oder nicht von der Familie. Wer von Ihnen möchte darauf antworten? Welche Ressourcen waren es bei Ihnen, würden Sie sagen, die Sie gestützt haben, in irgendeiner Weise diesen Weg zu gehen, den Sie gegangen sind? Ja, also ich kann ja nur bei mir feststellen, ich meine, die Dame vorne hat im Endeffekt recht. Ich meine, meine Eltern waren zwar Analphabeten, die konnten mir nicht beim Schulunterricht helfen, aber sie haben ein optimales Umfeld für uns geschaffen. Es waren Zeiten, wo wir von der Arbeitslosigkeit nicht bedroht waren. Die waren alle Vorbildfunktion für uns, indem sie täglich früh aufgestanden sind, zu arbeiten gegangen sind. Wir hatten ein harmonisches Umfeld, wir hatten keine optimale Rahmenbedingungen, aber es war eine richtige Familie, wo jeder versucht hat, seine Aufgabe gerecht zu werden. Ich war der Sohn, von dem man indirekt erwartet hat, vernünftige Leistungen zu erbringen. Ich habe dafür von meinen Eltern erwartet, dass sie arbeiten gegangen sind und uns versorgt haben. Also das waren also Harmonie, Liebe, Zuneigung, die dazu eine sehr große Rolle gespielt haben, die heutzutage ich als einen Riesenmangel feststelle, sowohl bei den Eltern von vielen, vielen Jugendlichen, die bei mir in der Ausbildung sich befinden, wo ich feststelle, die kümmern sich weniger. Die sind da in der Hinsicht zwar physisch hier, aber psychisch bei ihren Heimatländern durch diesen Fernsehsender, wo sie die ganzen Serien sehen. Es gibt keine Kommunikation mehr, es gibt keine gemeinsame Sitzung mehr, wo man miteinander redet. Ich denke, das hat mir am meisten geholfen, dass ich ein sehr vernünftiges, zwar ärmliches, aber ein vernünftiges familiäres Umfeld hatte, welches mir psychisch wunderbar geholfen hat. Vielleicht noch Sinan Akkusch, der das ja auch noch ein bisschen eingebracht hat, das Thema. Ja.
Also das kann ich absolut unterstützen. Es war bei meinem Vater auch so, dass der sich natürlich gewünscht hat, dass wir nicht wie er 3 Schichten im VW arbeiten müssen. Und die haben sehr viel Wärme gegeben, eigentlich alles getan. Aber trotzdem glaube ich, also wenn ich diesen Freund Schenol, der ist hat eine Lehre gemacht und arbeitet jetzt bei VW, genau das, wie das mein Vater auch gemacht hat. Trotzdem glaube ich so ein bisschen, nicht nur bei mir, sondern allgemein, war es halt einfach so, das ist auch, wie gesagt, kein Vorwurf, aber ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, man hat das so gar nicht mitbekommen oder was weiß ich, so kommt man nach Hause, jetzt gucken wir uns die Hausaufgaben an, was hast du überhaupt, also konnten sie ja irgendwie halt gar nicht, also das heißt, oder halt, was weiß ich, sei es, naja, Instrumente, das Fach will ich jetzt gar nicht aufmachen, sondern halt, das war so, glaube ich, so ein bisschen so ein Manko und das ist eventuell heute, eventuell immer noch so, dass man sich halt einfach da nicht so engagiert ist, einfach was die Kinder anbelangt. So, ich weiß es heute nicht, aber ich merke das bei meiner Tochter. Wir sind jetzt schon irgendwie halt sehr, sehr, sehr engagiert und überlegen, was für ein Kindergarten und wieso und gucken uns die an, gehen zu Elternabenden, sprechen und allen drum und dran und anthroposophisches Spielzeug und fördern und all sowas so, ja. Also na, mal sehen, was das dann wird. Da in 20 Jahren wird sie hier auf der Bühne stehen und ihren Namen tanzen. Genau, oder ein Bio-Joghurt, wer weiß. Ja, vielleicht außerfamiliäre Ressourcen, die Ihnen noch geholfen haben, um die Kraft zu haben, ja, einzusteigen, mitzumachen. Gibt es noch außerhalb der Familie irgendwas, was Sie wichtig finden? Muss ja auch immer Menschen im Umfeld geben, die das annehmen. Ich denke, auch das ist wichtig. Da gibt es ja auch manchmal Schlüsselpersonen. Ob es nun der Direktor ist, der sagt, gut, lern Deutsch und dann kannst du. Oder irgendwelche anderen Außenstehenden. Ich glaube, die sind auch sehr wichtig, oder? Natürlich sind die sehr wichtig. Aber was mir noch zusätzlich einfällt, war ja der Zwang für mich, arbeiten zu müssen. Hat mir, muss ich jetzt im Nachhinein feststellen, obwohl ich damals das gehasst habe, dass mir das verdammt viele Soft Skills und zusätzliche Fähigkeiten gebracht hat, wo ich resistent geworden bin, vielen, vielen anderen Sachen gegenüber. Mir hat nichts ausgemacht, am Tag 10-12 Stunden zu arbeiten. Wenn ich jetzt bei der jetzigen Jugend feststelle, die werden sehr, sagen wir, mit Samthandschuhen angefasst. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Art ist. Die sind nicht so belastbar, die sind nicht so zu konzentrieren, die können sich nicht so konzentrieren in der Klasse, in der Schule. Das vermisse ich damals. Also ich weiß, das hat mir nicht geschadet, das hat mir sehr gut getan, dass ich nebenbei immer gearbeitet habe. Und das war für mich der Schlüssel oder die Tür zur Integration. Wenn ich jetzt, ich habe hier bei Butter Lindner jeden Samstag auf dem Winterfeldplatz im Jahre 77, 76 gearbeitet, habe 55 Mark verdient, aber das Geld war für mich nicht ausschlaggebend. Das Gefühl war für mich verdammt gut, mindestens ein paar hundert Deutschen, irgendwie Deutsche bedient zu haben, mit denen verhandelt zu haben und die haben praktisch mir Danke gesagt. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich wusste, da werde ich anerkannt. Ich stand da mit einem weißen Kittel und habe Käse, Butter, Wurst etc. verkauft, aber die Leute haben mich akzeptiert. Ich habe gewogen, habe gesagt, 2,80 Mark haben sie mir bezahlt, ohne nachzudenken. Das war für mich ein tolles Gefühl, das Gefühl anerkannt zu sein, das Gefühl angekommen zu sein, während ich sonst in meinem Umfeld nicht diese Möglichkeiten hatte, damals zu den Deutschen Kontakt zu haben. Also über die Arbeit, Kontakte zu der Mehrheitsgesellschaft, wo man praktisch das Gefühl bekommt, anerkannt zu werden, war für mich ein Weg unter anderem. Vielleicht können wir daran anschließend gleich die PISA-Frage und danach kommen wir dann zum Film. Die PISA-Frage noch mal kurz erörtern. Vielleicht, Frau Pohlert, ist das was für Sie? Hier kam noch mal die Frage, warum oder wie man sich dann erklären kann, wenn Leistung tatsächlich so zählt, warum Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund in der PISA-Studie so schlecht abschneiden.
Ja, das ist eigentlich das Grundsatzproblem, was wir in der gesamten Migration- oder Integrationsdebatte haben, jetzt seit fast über 10 Jahren, dass wir alle Probleme ethnisieren, sehr stark. Wir wissen, dass das Bildungssystem aussortiert und dass das vorwiegend mit der sozialen Herkunft zu tun hat. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Und bei den Kindern mit Migrationshintergrund wird es dann eben ethnisiert. Aber wenn man wirklich schaut, deswegen habe ich mein Beispiel nochmal so herausgestellt, wenn man aus einem Akademikerhaushalt kommt, ob mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund, schafft man sehr schnell, also wenn andere Rahmenbedingungen natürlich stimmen, aber wenn man sozusagen die gleichen Voraussetzungen hat, den sozusagen normalen Bildungsweg bis zum Abitur, also das, dann gibt es vielleicht Ausnahmefälle, wo es im persönlichen Umfeld liegt oder etc. Also von daher, die Probleme werden sehr stark ethnisiert und dadurch wird sehr viel der Migrationshintergrund negativ in der Gesellschaft und in der Debatte in den Medien dargestellt, also auch gerade, was Sie angesprochen haben, was macht das dann, weil ja auch ganz oft, das wurde ja auch schon mit den Medien diskutiert, sich da interkulturell zu öffnen, weil dann dieses Problem, der Problemmigrant oder der Problemschüler auch so in den Medien dargestellt wird. Und das schürt natürlich die Ängste. Dann haben wir den Rassismus in der Mitte der Gesellschaft. Ich habe mich wirklich gefragt nach der Sarrazin-Debatte. Da hat Heidmeier und die Friedrich-Ebert-Stiftung nochmal, wir haben da ja in der BAG drüber diskutiert, die Studien veröffentlicht, diese Langzeitstudien, wo wirklich nochmal deutlich war, der Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, also der von den Akademikern, den Erwachsenen ausgeht, nicht immer die Jugendlichen, da sind fast 50% unterstützen ausländerfeindliche oder antisemitische Thesen. Da hat keiner drüber debattiert. Das wird dann in den Fachgruppen diskutiert. Aber das löst keine breite fachpolitische oder politische gesellschaftliche Debatte aus. Und das ist wirklich, das ist die Gefahr, dass wir... Wir können da ja auch offen dran gehen, jeder ist rassistisch. Ja, ich sage zu meiner Mutter auch und zu meinem Vater, ihr seid auch rassistisch. Jeder hat Vorurteile, also wenn man nicht von dem biologistischen Rassismus ausgeht. Jeder hat Vorurteile und da muss man ganz offensiv mit umgehen, die Unterschiede ansprechen, offensiv. Und das gerade auch in der Schule. In der Schule ist das super wichtig. Wir hatten auch im Niedersächsischen Landtag darüber diskutiert, Schule ohne Rassismus ist immer gerichtet an die Schülerinnen und Schüler. Ich sage, es muss die ganze Schule erreichen, weil es gibt auch sehr viel Lehrerinnen und Lehrer, ob sie jetzt aus welchen Gründen auch immer, weil sie überfordert sind oder wie auch immer. Es gibt eben Diskriminierung, Alltagsrassismus und dem müssen wir offensiv angehen. Und Ursache hat eben sehr stark auch die Ethnisierung der ganz normalen sozialen Probleme, die bei Migranten aus den verschiedenen Ursachen, die Sie alle kennen, größer sind als bei anderen Gruppen. Gut, danke Ihnen. Ganz zum Schluss und ganz kurz, nein, ich kriege, es tut mir leid, 3 Sätze. Weil ich die Provokation, so, weil ich dann die Proteste herausgefordert habe mit meinem Gleichnis, Erfolg ist gleich eine. Klang so ein bisschen nach FDP oder so, fand ich. No, um Gottes Willen. Ich kann auch sagen, ich bin auch SPD-Mitglied, aber in der SPD gibt es auch Leute, die FDP links überholen oder rechts überholen. Das ist nicht die Frage. Man muss auch mal den Hintergrund. Ich habe die These nicht zum ersten Mal hier aufgestellt. Das mache ich mehrmals und die Proteste oder die Widerstände oder beziehungsweise Widersprüche sind die gleichen. Ich will auch ein bisschen provozieren in der Weise. Aber Ihre Frage lautete ja, in dem Zusammenhang, wo ich das gesagt habe, muss man sich vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen. Die Frage war ja, was antworten Sie auf Leute, die dann fragen, Sie sind ja unser Vorbild. Und ich kann denen eigentlich nicht sagen, du kannst tun und kannst schon hart arbeiten, sehe aber zu, dass du vielleicht auch nochmal enttäuscht werden musst, damit musst du rechnen, das könnte ich denen ja nicht sagen. Ich kann denen nur sagen, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder willst du wirklich ganz nach oben schaffen, du kannst die Voraussetzungen, die in deiner Person liegen müssen, die musst du selber schaffen und dann sieh zu, dass auch die Rahmenbedingungen sich dafür dann optimieren, dafür müsst du dich gesellschaftlich engagieren und aus dem Mix wird etwas. Aber wie gesagt, auf die Frage, wie haben Sie es geschafft, ich will genauso werden wie Sie, muss es auch eine vereinfachte Antwort geben, damit die Leute sozusagen in ihrer Person die Voraussetzungen dafür schaffen. Das sind jetzt 3 Sätze mit mehreren Kommas gewesen. Das ist in Ordnung. Gut, herzlichen Dank. Die Rechtfertigung, die musste sein, da haben Sie natürlich recht. Und die Klischee-Brechen-Fragen, ja, die wären natürlich auch sehr interessant gewesen, als Kulturschaffender Klischees lieber zu brechen, als sie nochmal zu perpetuieren. Aber das können wir vielleicht jetzt in einer kurzen Pause klären. 15 Minuten gibt es die Pause und wer sich dazustellen möchte, ist herzlich eingeladen. Danke für Ihre Fragen, danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke ans Podium. Ciao.